Hallo, guten Tag, einen ganz wunderschönen Nachmittag wünsche ich Ihnen und schön, dass Sie da sind. Ja, jetzt würde ich gerne fragen, das wievielte Mal Sie an einer unserer Veranstaltungen teilnehmen. Und Sie haben es schon gesehen, es gehört wieder zu der Veranstaltungsreihe Transfer und Vernetzung, die Umsetzung der Pflegeberufereform. Jetzt könnten Sie das, wenn Sie mögen, in den Chat schreiben, das wievielte Mal Sie heute dabei sind. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an das letzte Mal, das war der 1. September. Ich gebe zu, da war das Wetter ein bisschen besser. Aber für unsere Veranstaltung heute ist das klasse. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sandra Wischollek. Auch das hat sich nicht geändert. Ich hatte nämlich auch schon die Möglichkeit, die letzte Veranstaltung zu moderieren. Ich freue mich auf Sie und ich freue mich vor allen Dingen darauf, wenn Sie sich einbringen. Im ersten Teil dürfen Sie sich zurücklehnen von unserem Programm und zuhören und hinschauen. Bitte sehr genau, damit Sie für den zweiten Teil Ihre Fragen und sich mit einbringen können, mit Ihren Gedanken und Ihren Ideen. Ja, was erwartet uns heute? Sie haben das Thema schon gesehen, oder? Und ich bin sicher, Ihre Gedanken sind schon ein bisschen weitergegangen. Denn das Thema heißt heute, wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Na, was für ein aussagestarker Satz im Augenblick, oder? Und ich würde Sie bitten, machen Sie auch weiterhin das Beste aus der Situation. Denn das bedeutet, zuversichtlich an etwas heranzugehen. Wir haben alle keine Lust mehr auf die Corona-Situation und umso wichtiger ist es, dran zu bleiben und das Beste draus zu machen. Heute gilt dieser Satz aber denjenigen, die in der Pflegeausbildung sind. Wir wollen Sie zu Wort kommen lassen. Dafür gibt es wieder einen Input, der ungefähr eine halbe Stunde dauert. Und Sie werden bekannte Gesichter sehen, Frau Westphal, Herr Burba. Und dann wollen wir miteinander im Gespräch sein. Mit den beiden, genauso wie mit drei anderen Gesprächspartnerinnen. Also seien Sie gespannt. Und wenn wir heute etwas frauenlastig sind, dann ist das erstmal kein Grund der Bewertung, sondern nur eine Beschreibung. Bevor wir loslegen, vielleicht noch ein, zwei Dinge, die Sie wahrscheinlich kennen, wenn Sie das x-te Mal, sage ich einfach, so dabei sind, aber die auch wichtig sind. Unsere Veranstaltung soll ungefähr 90 Minuten dauern und wir bitten Sie, uns vielleicht so 3 bis 5 Minuten Karenz zu gewähren, damit wir einen guten und genauen Abschluss hinbekommen. Mit dem Thema zu Ende sind wir sowieso nie, wir sind mittendrin und dabei. Und auch noch ein Hinweis, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Sie sind ja nicht zu sehen, also für Sie ändert sich nichts. Aber es kann gut sein, wenn Sie sagen, ah, meine Kollegen können heute nicht mit dabei sein, die sollten das eigentlich auch anschauen können. Ja, die Möglichkeit wird es geben. Über das Ministerium, über das MSGIV wird es einen Link geben. Dann können Sie diese Veranstaltung auch nochmal anschauen. Und ja, wie Sie da hinkommen, das sage ich Ihnen gerne am Ende der Veranstaltung. Stichwort Newsletter. Aber vielleicht bekommen Sie den auch schon. Wir würden Sie bitten, aktiv zu sein. Das habe ich schon gesagt. Sie sehen, es gibt einen Chat und Sie können gerne Anmerkungen und Fragen dort hineinschreiben. Auch schon während gleich unser Film läuft, unser Input. Wir versuchen das aufzugreifen. Wir können es nicht garantieren, aber es geht nicht verloren. Alles, was Sie da reinschreiben, wird auch festgehalten, geht weiter auch ans Ministerium und diejenigen, die in diesem Projekt engagiert sind. Also von daher fühlen Sie sich frei und herzlich eingeladen, den Chat auch wirklich zu nutzen. Ja, und jetzt gar keine lange weitere Vorrede. Jetzt wollen wir hören, wie ist es Ihnen gegangen, den Lernenden in der generalistischen Pflegeausbildung? Und was ist eigentlich das Wichtige? Das Beste haben wir daraus gemacht, aber es ist ja noch lange nicht vorbei. Was kann alles noch Gutes kommen? Seien Sie ganz aufmerksam dabei. Ich hoffe, Sie haben Ihr Lieblingsgetränk schon in Ihrer greifbaren Nähe stehen. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, Film ab und wir lassen uns gerne mitnehmen. Ungefähr für 30 Minuten. Ja, dann begrüßen wir Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung. Mein Name ist Andrea Westphal. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Nexa. Nexa steht für Neu kreieren statt addieren, die neue Pflegeausbildung im Land Brandenburg curricular gestalten. Ja, mein Name ist Stefan Burba. Ich bin ebenso akademischer Mitarbeiter am Projekt Nexa. Ja. Du freust dich auch, dass du heute hier bist, ne? Ja, unbedingt. Genau. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute Rückblick halten dürfen auf ein gutes Jahr Pflegeausbildung. In Brandenburg haben wir im Jahr 2020 in einigen wenigen Schulen bereits im April mit der neuen Pflegeausbildung gestartet, in den weitaus mehr Schulen aber erst im Oktober. Das heißt also, wir haben jetzt ein gutes Jahr Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann hinter uns. Und das ist eine gute Gelegenheit, um mal zu gucken, wie war denn das eigentlich? Wie ist das gelaufen? Und dazu sollen heute ganz besonders Auszubildende zu Wort kommen. Wir haben sie heute in den Mittelpunkt gestellt und wollen hören, wie es ihnen ergangen ist.
gegangen ist. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Luise Bronz, bei Holiness Gera, bei Omar Hamid und bei Malte Kuba, die sich vor die Kamera gesetzt haben und etwas aus ihrem Leben erzählt haben. Wir haben dieses, was sie uns erzählt haben, dann in 5 Themenbereiche geordnet. Und natürlich starten wir mit dem Beginn der Ausbildung. Also wie sind Sie angekommen in der Ausbildung? Das ist ein Themenschwerpunkt. Dann schauen wir uns an, wie es an den verschiedenen Lernorten lief, am Lernort Schule und am Lernort Pflegepraxis. Und natürlich soll auch das Ziel in den Blick genommen werden, denn die Auszubildenden haben uns einiges über die Abschlussprüfung erzählt, was sie da vielleicht erwartet. Und über allem wabert sozusagen die Wolke der Generalistik. Da wissen wir ja oft noch gar nicht ganz so ganz genau, wie das aussieht. Was ist denn das eigentlich für ein neuer Beruf? Und auch dazu haben die Auszubildenden uns etwas zu sagen. Ja, und dann würde ich sagen, wir schauen mal in den ersten Videoblog hinein. Ich bin seit Oktober 2020 jetzt in der Pflegeausbildung als Pflegefachfrau. Wir haben kurz in den ersten Tagen im Oktober hier in der Pflegeschule gestartet und wurden als Klasse so ein bisschen zusammengeführt und haben halt erst ein bisschen Teambuilding gemacht. Und es wurde das Team der Lehrer sukzessive vorgestellt. Das wurde hier sehr gut umgesetzt. Und wir haben ja viel in den ersten Wochen so zum Einstieg gelernt, zum Thema Lernprozess, wie lerne ich richtig. Das hat mir Freude bereitet und in den darauffolgenden Wochen kamen dann auch die ersten Sachthemen dazu. Das war, fand ich, sehr sinnvoll als Einstieg und hat auch dazu geführt, dass wir als Klasse zusammengewachsen sind. Wir sind zwar immer wieder konfrontiert worden mit den doch organisatorischen Schwierigkeiten, die auftaten, gekommen sind, weil es einfach so viel neu war und ständig neue Regelungen erschaffen wurden, um die Prozesse zu optimieren. Aber ich glaube, das ist das Los, was man trägt, wenn man eine neue Ausbildung beginnt. Ja, ich würde sagen, dass wir sind so froh. Wir in unserer Schule, wir sind aus verschiedenen Ländern, aus Ländern. Am Anfang haben wir Schwierigkeiten mit der Sprache und alles. Aber wir haben gute Schüler und Schülerinnen. Sie können uns helfen. Und wir haben auch Lernbegleitung während unserer Klausur. Sie können uns gut vorbereiten für unsere Klausur. Und da haben wir gute Noten bekommen. Und auch in Praxis, wir haben gut geschafft. Und das hat uns sehr gefreut und hat uns motiviert, weiterzumachen. Ich bin Malte, ich bin auch im Oktober 2020 in die neue Pflegeausbildung gestartet und hatte ehrlich gesagt so ein bisschen Bauchschmerzen vorher, weil man irgendwie aus allen verschiedenen Richtungen irgendwie so Meinungen darüber gehört hat, die doch meistens nicht allzu positiv waren, gerade aus der Akutversorgung, in der ich auch meinen Ausbildungsplatz habe. Da gab es schon viele Zweifel, von denen man gehört hat, was das denn jetzt für die Zukunft bedeutet. Und hinzu kam natürlich noch die Covid-Pandemie, die uns irgendwie auch begleitet hat. Und es war schon irgendwie ein Wirrwarr. Und es hat sich dann tatsächlich auch festgestellt, dass es so war, dass die Schule neu zusammengelegt wurde, dass man sich irgendwie erstmal orientieren musste. Und ja, wir halt einfach jetzt die Versuchskaninchen sind, um es mal so auf den Punkt zu bringen, und dass sich wahrscheinlich über die nächsten Jahre auch noch so ziehen wird, dass wir mitentscheiden müssen und können, auch auf der anderen Seite, was läuft eigentlich gut, wo gibt es noch Dinge, die man besser machen kann. Wir werden uns zunächst mal mit dem Start der Ausbildung ein bisschen genauer befassen und mit dem Ankommen der Auszubildenden. Und die Auszubildenden schilderten uns, dass sie gut in die Ausbildung hineingekommen sind. Sie starteten ja erst mit einem theoretischen Teil, also in einer Pflegeschule. Und dort wurden sie gut aufgenommen und sie haben auch so die Lernbegleitung ganz deutlich wahrgenommen und haben die auch für sehr hilfreich empfunden. Aber was die Auszubildenden uns auch schildern, ist, dass sie sich doch ein Stückchen als Versuchskaninchen gefühlt haben.
Ja, und insgesamt hatten wir hier schon den Eindruck, zumindest bei diesen Auszubildenden ist das gut gelaufen. Aber so selbstverständlich ist das ja nicht. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, immer wieder die Frage stellen, wie können wir Auszubildenden das Ankommen in der Ausbildung erleichtern? Ich habe vor kurzem auch eine Auszubildende getroffen, die hat mir voller Freude erzählt, dass sie erst starten wird. Und hat gesagt, und ich werde Krankenschwester. Und ich sagte, Moment mal, nie, das wirst du, glaube ich, nicht. Und dann haben wir darüber gesprochen. Ne? Und sie ging mit einer ganz anderen Erwartung in die Ausbildung, als dieser Beruf eigentlich herkommt. Also wie bereiten wir Auszubildende auf diese Ausbildung vor und wie erleichtern wir ihnen das Ankommen in der Ausbildung? Das kann sicherlich ein Schwerpunkt der Diskussion unter uns sein. Gerade der Anfang war für mich schon schwierig, weil ich auch ein Mensch bin, der Struktur braucht und irgendwie klare Vorgaben, was erwartet uns in den nächsten 3 Jahren. Und da hat man einfach gemerkt, das wissen die Lehrenden häufig selbst eigentlich noch nicht so richtig. Also es gibt irgendwie dieses Konstrukt mit den curricularen Einheiten, an denen man sich entlanghangelt. Aber ich habe da jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr lang drum gekämpft, um zu erfahren, was bedeutet das eigentlich? Wie genau ist das aufgedröselt? Also dadurch, dass man weggekommen ist von diesen klaren Schulfächern, Anatomie, Krankheitslehre, was auch immer, und jetzt zu diesen curricularen Einheiten gekommen ist, da steckt bestimmt ein System dahinter, aber den meisten von uns ist es einfach nicht klar, wie es aussieht. Und da müsste man eigentlich von Anfang an ganz anders herangehen und einmal aufdröseln und nicht nur gesagt bekommen, am Ende wird sich schon irgendwie ein großes Ganzes zeichnen, sondern so und so läuft es, das ist das, was wir uns dabei gedacht haben. Punkt. Ja. Also der Unterricht hier in der Schule bereitet einen irgendwie schon auf die Praxis vor, wobei wir, besonders die, die im Krankenhaus arbeiten, das Problem haben, dass uns einfach Inhalte fehlen, weil Inhalte anders vermittelt werden, Inhalte einfach auch weggefallen sind durch andere Inhalte. Also als gutes Beispiel, glaube ich, lernen wir viel mehr zu Kommunikation, empathischem Handeln, solchen eher sozial basierten Themen, was auch sehr nützlich ist, keine Frage, und was auch irgendwie sinnvoll ist. Dadurch fallen aber Themen der Krankheitslehre, Anatomie, Physiologie extrem unter den Tisch, wo wir dann in der Praxis damit konfrontiert sind, uns das irgendwie so selber zu erarbeiten und dann irgendwie mit Krankheiten und Krankheitsbildern klarzukommen, wo eigentlich die irgendwie im Unterricht hätten besprochen werden müssen, aber immer nur angerissen werden. Und das ist auch so was, was leider im Unterricht viel ist. Viel wird angerissen und aber nie wirklich tiefgründig irgendwie besprochen, sodass Lücken entstehen. Und man merkt auch, dass besonders in der Krankheitslehre viel mehr Themen der Langzeitversorgung jetzt in den Vordergrund rücken, was beim Thema Demenz vielleicht auch sinnvoll ist. Ja, aber es funktioniert halt insofern nicht, als dass man bestimmt ein halbes Jahr ranhängen müsste in der Schule an Themen, die für den Akutbereich extrem relevant sind. Ja, die Ausbildung startet und die Ausbildung startet am Lernort Pflegeschule mit dem theoretischen Unterricht. Und da sind die Auszubildenden schon sehr konkret geworden, wenn es um die Struktur der Ausbildung geht. Sie vermissen Struktur und sie verstehen teilweise auch noch nicht so den gesamten Aufbau der Pflegeausbildung. Und ja, also es fehlt ihnen sozusagen auch manchmal ein Überblick, wann finden Leistungskontrollen statt, wie ist der Unterricht gegliedert. Und das ist was den Auszubildenden häufig so ein bisschen fehlt und was ihnen auch ein bisschen Sicherheit vermissen lässt. Die kommen ja aus einer ganz klaren Fächerstruktur in der Schule, ne? Und dann ist das natürlich schwierig, jetzt so den Gesamtüberblick in dieser neuen Ausbildung zu bekommen. Also darüber können wir diskutieren, wie gelingt es Ihnen, dass Ihre Auszubildenden diesen Überblick bekommen, dass sie den Aufbau und die Struktur der Ausbildung verstehen, die curricularen Einheiten einordnen können, dann die Inhalte vielleicht auch wiederfinden. Also wie kriegen Sie einen Gesamtüberblick über die Ausbildung?
Ja, und das Zweite, was uns hier eben auch am Lernort Schule besonders bewegt oder was die Auszubildenden uns geschildert haben, ist, bezieht sich mehr auf die Inhalte. Also sie haben so erzählt, dass sie nicht immer vollständig auf die Pflegepraxis vorbereitet werden und dass ihnen dann vor Ort in der Pflegepraxis Inhalte fehlen, weil in der Schule einiges nur angerissen wird und es ihrer Meinung nach nicht tief genug geht. Besonders hier in diesem Beispiel bezogen auf die medizinischen Inhalte. Die neue Ausbildung ist ja nun exemplarisch und wir können im Unterricht ja gar nicht alles abbilden. Aber das scheint ein Problem zu sein. Genau, ja, und das führt uns eigentlich auch zu dieser Frage, wie gelingt es im Unterricht, aber eigentlich auch in der Praxis, ne, so die exemplarischen Themen und Inhalte zu identifizieren und die Auszubildenden dahin zu bringen, dass sie das, was sie gelernt haben, eben auch auf andere Situationen transferieren können. Ja, das war's zum Lernort Schule und nun schauen wir nochmal zum Lernort Praxis. Okay, und dann haben wir danach mit Pflichtansatz angefangen und das hat auch ganz viel gedauert, mehr als 10 Wochen. Ich finde, dass es auch ganz viel war. Und dann habe ich wieder auf und den ersten Pflichtansatz, das war in einem Pflegeheim und dann habe ich wieder auf eine Station gearbeitet, wo auch man mit ganz vielen alten Menschen zu tun hat. Und das war Geriatrie. Und ich finde das auch ganz viel, wenn man 10 Wochen jetzt nur in einem Pflichtansatz, wo man auch nur mit alten Leuten zu tun hat. Und dann arbeitet man auch in einer Station, wo man auch mit alten Leuten auch zu tun hat. Genau. Und ja, das war mir auch wirklich zu viel. Und im Krankenhaus, wo ich jetzt meine Ausbildung mache, gibt es ganz verschiedene Stationen, wo man auch eigentlich kennenlernen muss. Und ja, ich glaube, das ist besser, wenn man nicht auch dieselbe Sachen machen oder in der Station oder ja. Ich finde, dass man in der Schule schon in so einem recht eng gesteckten Korsett sich befindet und arbeitet, dass man eigentlich weiß, in diesem Block wird das und das von uns inhaltlich erwartet. Und wenn man dann in der Praxis ist, dann hat man häufig das Problem, dass man nicht genau weiß, wie viel soll ich mich jetzt hier eigentlich selbst mit den Dingen wie Online-Dokumentationssystem auseinandersetzen und auch das gleiche Spiel mit den Medikamenten. Ich weiß nicht, ob das einen großen Einfluss hat jetzt auf die neue Pflegeausbildung, die Generalistik, oder ob das schon immer ein Problem ist, aber dass ja, irgendwie jeder seines eigenen Glückes schmiedet. Man weiß nicht, wie viel Eigeninitiative man jetzt eigentlich aufbringen soll und was erwartet wird. Und ab Weihnachten war ich dann auch das erste Mal in der Praxis. Da wurde ich war auf einer onkologischen Station, da wurde ich sehr gut aufgenommen, hatte viele Dienste mit Lehrbeauftragten. Leider hatte ich das Pech, dass das total in die Corona-Pandemie kam diese Zeit und ich quasi keine Praxisanleitungen in den ersten Monaten erhalten habe, was ich leider auch immer mehr dann durchzog, als ich in der ambulanten Pflege war. Da hat das mit den Praxisanleitungen wieder nicht funktioniert und ich bin von meinen 10% meilenweit entfernt. Also ich habe eine Station im Klinikum, hat es tatsächlich mit den 10% geschafft, alle anderen nicht. Ich muss aber sagen, dass das insgesamt recht gut von den Mitarbeitern aufgefangen wird und ich trotzdem viel lernen kann und mir viel erklärt wird, besonders von den Lehrbeauftragten. Ein Problem, was es momentan in dem Krankenhaus gibt, in dem ich angestellt bin, ist, dass es viele Praxisanleiter in Ausbildung gibt, weil man versucht, möglichst viele jetzt zu rekrutieren, aber sie da einfach noch hinterher sind und das alles noch nicht so klappt, wie es eigentlich sollte. Und danach habe ich im Januar 2021 in einem ersten Einsatz angefangen. Genau, den Einsatz war gut, aber mir fehlt auch die Anleitung. Auf die Station war nicht genug Anleiter, Basisanleiter und
Naja, das hat mir gar nicht auch damals gefallen. Also es gibt eine 10%-Regelung, die verpflichtend ist für unsere Zulassung am Ende, für unsere Prüfung. Und auf der anderen Seite wurde überhaupt nicht bedacht, dass man dafür eben auch mehr Personal braucht, mehr gut geschultes Personal. Und in meinem Einsatz in der Langzeitversorgung im Sommer hat das richtig gut geklappt. Da hatte ich eine Praxisanleiterin, die das sehr ernst genommen hat, die aber eben auch die Kapazitäten dafür hatte und wöchentlich kam, einen guten Austausch war und einen so richtig an die Hand genommen hat, wie das ja wahrscheinlich auch gedacht ist. Und gerade in der Akutversorgung, das ist bei uns im Klinikum auch nochmal extra schwierig, weil da viele Praxisanleiter auch auf den Intensivstationen eingesetzt wurden, klappt das noch nicht gut. Also da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Einsatz in Ambulanten, wir haben auch Schwierigkeiten, da haben wir keine Anleiterin. Als meine Kollegin hat so gesagt, aber ich war froh, dass ich war immer mit Krankenschwester, da konnte ich viel lernen und viel arbeiten. Wir haben einen Ansatz über Demenz in während Theorieblock. Wir haben gut vorbereitet, wie umgeht mit Demenz Patienten und war für uns einfach. Ja, schauen wir an den Lernort Praxis. Hier haben uns die Auszubildenden erzählt, dass sie manchmal gar nicht so recht wissen, was sie eigentlich lernen sollen, so genau. Also während es im Unterricht mit Abstrichen deutlicher ist, aber da haben sie zumindest ihre Themen, wissen sie in der Praxis oft nicht so genau, was sind hier die Schwerpunkte, muss ich mir jetzt hier selber meine Tätigkeit suchen, also was ist der Plan hinter dem Ganzen, das vermissen sie. Und auch in Bezug auf die Abfolge der Einsätze vermissen sie eben auch, dass das abgestimmt ist. Der eine Auszubildende hat ja erzählt, er war erst bei alten Menschen und dann wieder bei alten Menschen und dabei gibt es doch so viel Varianz in der Pflege, die vielleicht auch möglich gewesen wäre, sodass er ein breiteres Bild bekommen könnte. Also das scheint noch nicht so ganz zu sein, dass der Ausbildungsplan, so wie er im Rahmenausbildungsplan steht, umgesetzt wird. Ja, da stellt sich die Frage, wie lässt sich denn mit dem Rahmenausbildungsplan und mit dem betrieblichen Ausbildungsplan arbeiten? Wie lassen sich diese Pläne in der Praxis realisieren, umsetzen und für die praktische Ausbildung nutzen? Ja, und wie wird es auch den Auszubildenden transparent, ne? Genau. Genau. Zur praktischen Ausbildung, da schauen wir jetzt mal noch ein bisschen konkreter rein. Und zwar geht es um die geplante und strukturierte Praxisanleitung. Sie wissen vielleicht, die geplante strukturierte Praxisanleitung ist ja vorgesehen im Umfang von 10% des Praxiseinsatzes. Und da beschreiben die Auszubildenden schon, dass häufig diese geplante strukturierte Praxisanleitung nicht stattfindet, nicht stattfinden kann, dass manchmal auch gar nicht so klar ist, wer ist überhaupt die Praxisanleiterin, weil die gar nicht da sind. Aber was die Auszubildenden auch beschreiben, ist, dass Kolleginnen und Kollegen der Station dann häufig mit einspringen und dass man auch bei oder von den Kolleginnen eine ganze Menge lernen kann in der Praxis. Und das, finde ich, ist nochmal ein ganz schönes Statement, weil das häufig erlebt man doch oder hört man von Auszubildenden, dass die von den Kolleginnen, die jetzt nicht Praxisanleiterin sind, so nicht mitgenommen werden und so ein bisschen da Abstand gehalten wird, ne? Ja, das war toll, ne? Dass die trotz dieser Misere, dass die 10% gar nicht eingehalten werden, trotzdem gesagt haben, sie haben viel gelernt. Genau. Dennoch müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie können wir dazu beitragen, dass diese gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, dass die 10% Anleitungszeit durch qualifizierte Praxisanleitende tatsächlich gewährt werden. Und wie verhelfen wir den Auszubildenden dazu ihrem Recht? Genau. Wo ich mich immer, also was ich mich dann immer frage, ist ja, wie soll denn das jetzt bei der Prüfung laufen? Haben wir das Problem, dass unsere Lehrer und unsere Schulleitung noch gar nicht weiß, was in der Abschlussprüfung eigentlich so rankommt, weil die Prüfungsverordnung dafür, also wir sind in Brandenburg, noch gar nicht wirklich existiert und auch ein bisschen sehr schwammig ist und sich alle das noch irgendwie überlegen werden, ja, wo drin schreiben wir jetzt dann letztendlich unsere Prüfungen? Und auch, wie soll das dann jetzt mit der Prüfungsvorbereitung laufen? Weil dann wissen die Lehrer ja nicht genau, welche Fragen gestellt werden und können uns vorher sagen, ja, guckt euch mal bitte die Seite Punkt B an und das wird dann abgefragt.
Also da sind für mich noch große Fragezeichen und Unsicherheiten im Raum. Ich verstehe das auch, was du sagst mit der Eigeninitiative. Und ich habe selbst auch einen Anspruch an mich, wenn ich in der Praxis bin. Aber ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die eben dieses Konzept auch in der Praxis brauchen. Die wissen wollen, wie sehr soll ich hinterher sein und was genau wird von mir erwartet? Was soll ich am Ende dieser Ausbildung eigentlich alles können? Und, oder kommt das danach dann eigentlich erst richtig? Ja, gerade waren wir noch beim Ausbildungsstart und am Lernort Schule und am Lernort Praxis. Und bei den beiden Lernorten bleiben wir mal. Und Ausbildungsstart heißt für Auszubildende natürlich auch schon an die Prüfung denken. Sie kennen das ganz bestimmt. Und auch für Lehrende ist das ja auch immer so eine Frage, wie werden denn die Prüfungen aussehen? Weil das ist was, wo man natürlich auch vorbereiten möchte und hinarbeiten möchte. Und da schildern die Auszubildenden, dass das noch gar nicht so klar ist. Also dass das sowohl am Lernort Schule häufig nicht klar ist, was sind so Klausurthemen, was sind dann Prüfungsthemen, aber auch, wie wird die praktische Prüfung aussehen und was wird da gefordert. Ja, also da gibt es doch viele, viele Fragezeichen und auch so ein bisschen Unsicherheiten der Auszubildenden. Ja. Daraus ergibt sich natürlich die Frage, wie bereiten wir unsere Auszubildenden auf die Prüfung vor? Wenn wir die Prüfungsformalitäten und auch die Lerngegenstände, die in der Prüfung Gegenstand sein werden, noch gar nicht so genau kennen, zumindest nicht in Bezug auf die zentralen schriftlichen Prüfungen. Und das ist, darüber müssen wir reden. Und die Zeit schreitet davor und die Auszubildenden werden zunehmend verunsichert. Und dann bin ich auch im Januar 2021 in meinen ersten Praxiseinsatz gestartet und hatte auch meine Schwierigkeiten, gerade so dieser Status von ihr seid jetzt die neuen Generalisten, der verfolgt einen schon sehr im Laufe dieser Ausbildung. Also es kommt immer wieder auf einen zu, dass man eigentlich eher so ein bisschen runtergemacht wird und sich dafür rechtfertigen muss, sich für diese neue Ausbildung entschieden zu haben. Organisationen sind daran gewöhnt, dass Auszubildende Ende erstes Lehrjahr das und das und das und das können. Jetzt habe ich besonders, oder auch ich denke, nee, nicht ich, sondern einfach alle haben das Problem, dass wir dadurch, dass wir in verschiedenen Settings arbeiten, besonders auch durch unseren extrem langen Einsatz in der Ambulanz im ersten Lehrjahr, Sachen nicht können, die Auszubildenden, also einfach Tätigkeiten nicht können, die Auszubildenden in der alten Ausbildung konnten, weil sie einfach drei Monate länger im Klinikum gearbeitet haben als wir. Und mit diesen Vorurteilen und Problemen haben wir auch zu kämpfen. Also es wird dann von einem erwartet, dass man Medikamente stellen kann, sich mit Infusionen schon bestens auskennt. Und irgendwie werden wir dann oft so ins kalte Wasser geschmissen, weil man auch irgendwie uns braucht an der Stelle, weil es wird ja, im Dienstplan steht ja Auszubildende Anfang zweites Lehrjahr, die kann ja das und das und das. Und dann stellen die Mitarbeiter fest, nee, die kann das einfach nicht, weil sie hatte auch bis jetzt keine Chance, das und das und das im Klinikum zu können. Und irgendwie geht dann diese soziale Kompetenz, die aber das Neue und vielleicht auch das Bessere in unserer Ausbildung ist, da unter. Also es interessiert im Klinikum einfach keinen, ob wir jetzt irgendwie gut mit Demenz umgehen können, ob wir es gelernt haben, sicher zu validieren, solche Dinge zu tun. Ja, wenn du deine Infusion nicht vorbereiten kannst, dann ist das einfach mal zweitrangig in so einer stressigen, personell ständig unterbesetzten Situation. Und eine andere Sache hatte ich jetzt in den letzten 5 Wochen das Glück, sage ich tatsächlich, auf einer geriatrischen Station im Klinikum zu arbeiten. Ich bin auch da mit Bauchschmerzen reingegangen, weil die Geriatrie häufig in auszubildenden Kreisen doch so ein bisschen verpönt ist und alte Leute und langweilig. Und im Nachhinein habe ich das Gefühl, das, was ich da erlebt habe, das ist das, was die Generalistik eigentlich zeigen will. Da kommen Leute an, die können am Anfang nicht laufen, die lagen eine Woche lang auf ihren Stationen, ich weiß nicht, beispielsweise auf der Kardiologie, und dann wurden sie herzzentriert eingestellt, medikamentös, und hatten danach vielleicht weniger Probleme mit dem Herzen, aber Selbstständigkeit und all sowas ist verloren gegangen. Und das läuft auf der Geriatrie wirklich 1A, dass man in einem interprofessionellen Team zusammenarbeitet und voneinander lernt, miteinander kommuniziert. Und
auch nicht nur morgens die Waschstraße einmal durchläuft und alle Leute im Bett versorgt, wie das sonst häufig ist, sondern wirklich die Menschen anleitet. Also ich habe, glaube ich, in den letzten 5 Wochen kaum den Waschlappen selbst in der Hand gehabt, weil man den Patienten zeigen kann, wir nehmen uns die Zeit für euch, ihr könnt das selbst, ihr habt Ressourcen. Und jetzt vor dem Hintergrund, dass es mein nächster Einsatz auf der Orthopädie sein wird, weiß ich aber auch genau, ich muss mich von diesem Konzept verabschieden und es wird wieder Richtung Waschstraße gehen, weil dafür nicht die Kapazitäten da sind. Aber ich war sehr, sehr begeistert nach diesem Einsatz, wie schön das war. Mein Name ist Holiness Görle und letztes Jahr, Oktober, habe ich meine Ausbildung angefangen. Erster Tag war ich sehr froh, weil es war mein Traum, als Krankenschwester zu sein oder zu werden. Und ich freue mich über diese Generalistikkurs, weil wir lernen so viel und in viele Bereiche, in Kranken, Alten und Kinder, wir können rundum arbeiten. Ja, also was bedeutet das für mich und meine Zukunft, die generalistische Pflegeausbildung zu machen? Zum einen hört man häufig, dass es irgendwie jetzt so ein Mischmasch ist. Man kann irgendwie alles so ein bisschen, man kann viel reden, aber nicht so richtig explizit. Das, was ich darauf gerne entgegne, ist, dass vor allem vor dem Hintergrund, dass ich noch nicht genau weiß, wie es weitergehen soll nach dieser Ausbildung, also ob ich mich dafür entscheide, richtig in der Pflege zu arbeiten oder ob doch nochmal ins Studium kommen soll, dass eben dieses Mischmasch auch mein eigenes Mischmasch so ein bisschen auffängt. Also das ich mir beispielsweise schon auch immer vorstellen konnte, doch mit Kindern zu arbeiten. Und diese Entscheidung ist jetzt irgendwie noch nicht gestrichen dadurch, dass ich mich für diese Ausbildung entschieden habe. Sondern wenn ich dann vielleicht nach 2, 3 Jahren Erfahrung in der großen Krankenpflege doch dafür entscheiden sollte, mit Kindern zu arbeiten, dann gibt es da Möglichkeiten. Und das ist schon ein sehr gutes Gefühl. Oder auch neben so einem Studium zu sagen, ich arbeite mal ein bisschen in der ambulanten Pflege am Wochenende, weil die Arbeitszeiten da doch recht flexibel sind. Und das erachte ich doch auch als sehr wertvoll, dass irgendwie noch nichts entschieden ist, sondern ja, noch Möglichkeiten hat. Ja, das ist gar nicht so einfach mit dieser generalistischen Pflegeausbildung, so wie wir es hier heraushören, ne? Wir alle, die wir aus der Pflege kommen, sind ja in bestimmten Berufen sozialisiert oder in bestimmten Versorgungsbereichen, sind eben in erster Linie Krankenpflegende oder Altenpflegende, Kinderkrankenpflegende oder mit unserem jeweiligen Versorgungsbereich in der stationären Pflege oder in der ambulanten Pflege verhaftet und glauben zu wissen, was dort wichtig ist und notwendig ist. Und das erleben die Auszubildenden, so wie sie es uns geschildert haben, durchaus als Bürde, verglichen zu werden mit den alten Ausbildungen. Und nicht nur mit der Ausbildung von 2003, 2004 Folgejahre, sondern auch mit den Ausbildungsjahren noch davor. Und ja, es ist jetzt eben etwas anderes, diese neue Ausbildung zur Pflegefachfrau, zum Pflegefachmann. Und das muss ich ja erst irgendwie setzen und auch durchdringen in der Praxis bei allen Beteiligten in der Pflege. Und das scheint nicht so leicht zu sein, so dass Auszubildende eben auch erzählen, dass sie oft das, was sie gut können und was sie schon gelernt haben und was sie in der Pflege tatsächlich ausprobieren möchten, gar nicht anbringen können, weil sie auf bestimmte Tätigkeiten fokussiert werden, die man bringen muss. Und sonst kann man halt da nicht arbeiten. Ja, und das ist die große Frage. Also wie etablieren wir ein neues berufliches Selbstverständnis eben bei Pflegenden, bei den Auszubildenden? Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage im Zusammenhang mit der generalistischen Pflegeausbildung. Ja, die Auszubildenden schildern, dass sie jetzt natürlich auch viele, viele Einsätze bereits kennengelernt haben. Und da gibt es durchaus auch Erfahrungen, die sie sammeln, wo sie sagen, das sind spezielle Bereiche in der Pflege, zum Beispiel auch in der Geriatrie oder im ambulanten Einsatz, wo sie viele, viele wertvolle Erfahrungen machen und wo sie schon auch so ein Verständnis von Generalistik kennenlernen und langsam entwickeln. Und das gibt aber auch natürlich wieder Erfahrungen dann in vielleicht Krankenhausbereich, wo das nicht so der Fall ist. Ja, also das ist unterschiedlich. Und trotzdem lässt sich doch erkennen,
dass die Auszubildenden so eine Sensibilität dafür entwickeln, was ist Generalistik, wo wollen wir hin, was verstehen wir unter Pflege? Ja, und das ist eine Frage, die mich persönlich und dich sicherlich auch schon die ganze Zeit bewegt, seitdem wir uns in der Pflege finden. Was ist Pflege eigentlich? Was ist der Kern von Pflege? Welche Art Pflege möchten wir leben? Und ich fand das ganz schön, in den Interviews zu sehen, dass die Auszubildenden jetzt vielleicht ein bisschen mehr als früher an diesen Kern herankommen. Und ja, auch darüber lohnt es sich nachzudenken und zu diskutieren. Was ist das Wesen der Pflege und wie leben wir diese Pflege? Ja, das war unser Beitrag, das war unser Rückblick auf das, was die Auszubildenden erlebt haben in dem vergangenen guten Jahr Pflege. Kleiner Ausschnitt, es gibt sicherlich sehr viel mehr. Wir freuen uns, wenn Sie darüber ins Gespräch kommen, mit uns, miteinander, mit anderen, darüber diskutieren, über Ihre Erfahrungen in der Pflege, was es bedeutet, auszubilden, was es bedeutet, mit Auszubildenden über ihre Ausbildung zu sprechen und was wir daraus lernen können. Und welche Schlüsse wir daraus ziehen, welche Konsequenzen wir ziehen und wie wir zukünftig die Pflegeausbildung noch besser gestalten wollen. Wir freuen uns auf die Diskussion. Ja, wir freuen uns auf den Austausch, auf eine Diskussion und deshalb möchte ich natürlich am liebsten jetzt Frau Westphal und Herrn Burber auch mal sozusagen mit auf den Bildschirm holen. Sie sind ja da. Hallo, schön Sie zu sehen. Ja, und wenn Sie nicht das erste Mal dabei sind, einige sind das erste Mal dabei, das finde ich total klasse, denn wir haben ja schon die, ich habe ehrlich gesagt nicht gut nachgezählt, aber die fünfte, sechste Veranstaltung dazu. Wenn Sie das häufigste Mal schon dabei sind, dann ist immer eine spannende Frage, wenn Herr Burber im Video auftaucht, wie sieht er dann aus, wenn er im Running Gag, gestatten Sie mir bitte, ich habe auch schon überlegt, aber ich habe Sie kurz vor der Veranstaltung schon gesehen. Daran können wir erkennen, Sie haben das nicht gestern aufgenommen, das muss auch gar nicht sein. Das ist absichtlich vorproduziert, das braucht immer, ja, Sie müssen die Auszubildenden finden, die Sie interviewen. Es braucht auch eine ganze Idee und wie die umgesetzt wird. Also vielen Dank da an dieser Stelle auch für Ihre Vorarbeit. Da können wir dann jetzt alle von profitieren. Wenn Sie das jetzt nochmal sehen, wie Sie es selber erdacht und gestaltet haben, was ist für Sie heute das Entscheidende, wo Sie sagen, das geben Sie gerne gleich nochmal in unsere größere Runde zur Diskussion oder das hat Sie am meisten bewegt, was Sie da gehört haben? Sie kommen ja beide aus der Pflege des Unterrichts dazu. Ja, was ist das, was Sie am meisten bewegt hat? Sie dürfen einfach beide Ihr Mikrofon öffnen. Sie werden bestimmt sich einigen, wer zuerst antwortet. Andrea, magst du starten? Ja, danke. Ladies first, Stefan. Ja, ja, also mich hat bewegt, wie positiv die Auszubildenden waren. Also, dass sie sagen, sie lernen ganz viel, obwohl Praxisanleitung nicht immer gewährt wird. Sie gehen, hatte ich den Eindruck, gerne in die Schule, auch wenn sie noch nicht den Gesamtüberblick haben. Das fand ich total klasse und das hat mich beruhigt, auch ein ganzes Stück weit. Ja. Ja. Ja, ich fand das interessant. Ich habe nochmal einen ganzen Zettel Notizen gemacht und ganz andere Sachen stehen drauf als im Zusammenhang mit der Produktion des Films. Was ich nochmal beeindruckend fand, ist, die Auszubildenden haben sehr deutlich das Bild umrissen, wie Pflege im Krankenhaus auch verstanden wird, ne? Und es ist schon auch deutlich geworden, dass wir da von einer Pflege sprechen, die manchmal so ein bisschen als Summe von einzelnen Tätigkeiten aufgefasst werden kann mit medizinischem Fokus. Und wenn die nicht beherrscht werden zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann ist man irgendwie, naja, also dann hat man vielleicht nicht so ein gutes Standing als Auszubildende oder vielleicht auch später als Pflegefachfrau, Pflegefachmann. Und dass die so früh schon auch das so wahrnehmen, das finde ich sehr beeindruckend. Ja, also dass da sieht man, wie hoch der Anspruch eigentlich ist und die Anforderungen, die Pflegende auch an ganz junge, frische Auszubildende schon stellen. Entschuldigung, darf ich dazu ganz kurz noch? Ich denke auch in dem Zusammenhang, wir kennen das ja auch aus Studien, ne, dass diese medizinnahen Tätigkeiten häufig als höherwertig empfunden werden. Und das fand ich aber bei diesen Auszubildenden auch sehr schön, dass sie das durchaus differenzieren und in Frage stellen. Also das, was so über vielleicht auch in meiner Pflegegeneration immer unterschwellig vorhanden war, medizinnahe Tätigkeiten sind die eigentlich
wichtigen Tätigkeiten. Das ist nicht so selbstverständlich und das wurde hier sehr schön deutlich. Ne? Fand ich ganz spannend. Mhm. Ja. Ich habe den Film natürlich auch schon gesehen und habe mir diesmal auch nochmal neue Notizen gemacht. Also geht es mir nicht wie Ihnen, Herr Burba. Ich fand es erstaunlich, womit die Auszubildenden auch insgesamt sich konfrontiert sehen. Also wie sehr sie merken, sie sind die Ersten, die eine andere Ausbildung haben, das aber eher vielleicht eine Bürde ist, weil das nicht eins zu eins genauso läuft wie bisher. Völlig klar, sonst hätte man ja auch nichts verändern müssen. Dass sie sich manchmal der Situation noch nicht gewachsen fühlen und möchten es aber. Wie weit darf man sich die Anleitung denn einfordern, wenn man Auszubildender ist, wenn gar nicht so sehr viel Zeit ist? Wir haben übrigens einen sehr spannenden Beitrag im Chat, wo jemand geschrieben hat, ob die Auszubildenden immer wahrnehmen, dass sie angeleitet werden. Oder ob sie den Eindruck haben, also das ist so fließend und dann mach mal den Handgriff noch dazu. Das kannst du immer so machen. Ist das, nehmen Sie wahr, dass das auch ein Stückchen zur Anleitung und Ausbildung gehört? Oder wird das eher so unter, weiß ich nicht, Tipps oder man arbeitet halt zusammen, damit es doch besser wird, wahrgenommen? Ja, auch spannend. Mhm. Und was mich ein bisschen erschreckt hat, das gebe ich ehrlich zu, dass Sie sagen, wir wissen noch gar nicht ganz genau, wo das so hinführt. Also da fehlt, ich sage es jetzt mal salopp, ist auch überhaupt nicht böse gemeint, fehlt da der Durchblick? Und das stelle ich mir ganz schwierig vor, denn um ein Ziel zu verfolgen, muss ich doch wissen, was das Ziel ist. Sie haben ja nun noch viel mehr Gespräche geführt. Mögen Sie da auch nochmal drauf eingehen? Also wenn ich noch nicht weiß, wo meine Ausbildung mich hinführt, ich will sie aber also hochmotiviert machen. Ja, also ich denke schon, dass die Ziele sind ja wirklich klar. Die sind auch in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung beschrieben. Die kann man aus den Rahmenplänen herauslesen. Die Rahmenpläne geben ja auch einen Weg vor, sozusagen, der im Rahmen der Ausbildung gegangen wird. Was natürlich, was man aushalten muss, ist, dass einrichtungsbezogen, damit meine ich auch Pflegeschulen, natürlich dieser Weg ein bisschen unterschiedlich aussieht. Dass an manchen Stationen auf diesem Weg mehr angehalten wird, manche Dinge werden ein bisschen genauer angeguckt und da ist vielleicht so diese Gewichtung, also wie relevant ist denn das, was wir jetzt hier gerade machen für den Abschluss, für die Prüfung, dass das nicht immer so ganz deutlich wird und dass das, glaube ich, auch zu so einer Verunsicherung führt, weil man muss ja wirklich auch mal sagen, das ist enorm, mit wie vielen Themen man sich im Rahmen dieser kleinen dreijährigen Ausbildung beschäftigt, ja, und da finde ich, ist jetzt auch nochmal im Video deutlich geworden, dass wir eben nur noch mit Exemplarik dort dem gewachsen sind. Also wir haben das ja vorher in der Ausbildung schon gemerkt, dass die 3 Jahre eigentlich gar nicht ausreichen, um die ganze Fülle der Pflege überhaupt abzubilden. Die Frage ist, sollen sie das auch? Mhm. Ja, und ich denke, es spielt auch eine Rolle, dass wir halt in Brandenburg zentrale schriftliche Prüfungen haben. Da werden ja dann ja auch bestimmte Lerngegenstände abgeprüft. Und das weiß ja noch keiner, was genau. Also welches Stressmodell, welche Erkrankungen, welche Pflegephänomene, was wird jetzt genau Thema sein? Und das verunsichert schon, abgesehen davon, dass auch das Format als solches noch nicht ganz deutlich ist. In der Altenpflegeausbildung ist es ein bisschen anders gelaufen als früher in der Krankenpflege- und Kinderkrankenpflegeausbildung in der Abschlussprüfung. Also wie wird die neue Prüfung sein? Tja, und das verunsichert aber die Lehrenden ja auch. Ja. Aber ich denke, die Auszubildenden, und das, den Eindruck hatte ich jetzt auch bei denen, die hier, es war natürlich eine Auszubildende, die sich, denke ich schon, Sie hatten ja vorhin auch gefragt, kann man sich die Anleitung einfordern? Also bei den Auszubildenden gehe ich schon davon aus, dass die sich die Anleitung einfordern, weil die schon sehr kritisch auch damit umgegangen sind. Ne? Und aber was eben auch für diese Unsicherheit in den Prüfungen jetzt eine Rolle spielt, ist, dass tatsächlich eben auch diese Analyse von Pflegesituationen nach unterschiedlichen Merkmalen, dass das wirklich bewusst wahrgenommen, durchgeführt und geübt wird mit den Auszubildenden. In der Schule gehe ich davon aus, weil das Curricular auch schon vorstrukturiert ist. In der Praxis ist das noch nicht so ganz bewusst, auch vielen Praxisanleiterinnen. Das heißt, Praxisanleitung beläuft sich oft auf manuelle Tätigkeiten. Ich finde das immer wieder lustig, dass dann ganz schnell gesagt wird, oh, das ist aber alles theoretisch, wenn es um Gesprächsführung geht oder um ähnliche oder Dokumentation oder wie auch immer. Dabei ist das hochpflegepraktisch eigentlich, ja.
Und aber so manuelle Dinge liegen oft im Anleitungsfokus, während die Wahrnehmung der Pflegesituation, das Hineinversetzen in die Personen, die dort eine Rolle spielen, das noch nicht immer so ganz konsequent durchgeführt wird. Das müsste noch stärker sein. Ich glaube, das würde Auszubildende auch noch besser darauf vorbereiten, was sie in den Abschlussprüfungen erwartet. Mhm. Ja. Dann danke ich Ihnen erstmal bis hierher. Ich würde gerne unsere Runde nochmal vergrößern, weil wir noch mehr Interviewpartner haben. Schalten Sie sich gerne dazu. Die drei kommen nämlich auch aus dem Bereich der Praxis und dann können wir das gerne nochmal erweitern. So, wunderbar. Das ist immer am schönsten, wenn technisch sofort alles gut funktioniert. Jetzt hoffen wir, dass wir gleich noch jemanden mit auf dem Bildschirm sehen werden. Aber erstmal ein ganz herzliches Willkommen Ihnen beiden, Frau Klausner und Frau Scharata. Hallo. Hallo, wunderbar. Sie hören uns und wir hören Sie. Genau. So soll es sein, besser kann es nicht sein. Ich stelle Sie ein bisschen vor, aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich möchte gerne, dass Sie sich Sie lieber selber vorstellen. Wir machen das mit einem kleinen Trick. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wären heute Nachmittag nicht bei uns, obwohl wir froh sind, dass Sie da sind, ganz klar. Womit würden Sie den Nachmittag verbringen, wenn Sie jetzt also ganz normal beruflich wären? Frau Klausner, vielleicht sind Sie einverstanden, wenn wir mit Ihnen beginnen. Sie kommen aus dem Klinikum Luckenwalde. Das ist ein akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Halle-Wittenberg. Und Sie haben eine Schule für Gesundheitsberufe da. Und wahrscheinlich sind Sie in dem Bereich auch tätig. Also was würden Sie heute Nachmittag zum Beispiel machen, wenn Sie nicht bei uns wären? Ja, ganz genau. Da komme ich her. Und ja, was würde ich machen? Ich würde wahrscheinlich jetzt um diese Uhrzeit noch im Unterricht sein. Mhm. Das heißt also, meine Zeit mit den Auszubildenden verbringen. Also wir haben insgesamt jetzt 130 Auszubildende bei uns. Und wir haben 4 Klassen, die auch in der Generalistik jetzt tätig sind oder da ihre Ausbildung machen. Genau, und ich bin seit 2017 dort Lehrerin an der Schule und habe auch seit letztem Jahr Oktober eine generalistische Pflegeklasse, die ich betreue. Ja, und deswegen bin ich ganz gespannt hier auf den Austausch und habe jetzt auch in dem Film schon viele tolle Sachen gehört und bin da auch ganz begeistert. Und das spiegelt tatsächlich auch so ein bisschen die Erfahrung wider, die ich machen konnte, nämlich dass Auszubildende sehr, sehr kritisch geworden sind, was ich aber sehr begrüße und total toll finde, dass sie sich einfach mit ihrer Ausbildung so intensiv beschäftigen. Und das würde ich jetzt wahrscheinlich machen. So. Okay. Vielen Dank. Ja. Frau Scharata, Sie kommen von der DRK Schwesternschaft Berlin e.V. Auch da gibt es ein Bildungszentrum für Pflegeberufe. Würde Ihr Nachmittag ähnlich aussehen wie der von Frau Klausner, also das, was Sie tun würden? Ja, wahrscheinlich schon. Also tatsächlich sind die Erfahrungen fast deckungsgleich, muss ich gerade feststellen. Genau. Ich habe tatsächlich gerade das schöne Gefühl gehabt, dass ich die Schüler, die ich schon in der Ausbildung erlebt habe, in dem Film wieder gesehen habe. Denn ich habe bis vor nicht allzu langer Zeit am Gesundheitscampus Potsdam gearbeitet und jetzt gewechselt zur DRK Schwesternschaft Berlin. Würde da auch Unterricht machen jetzt wahrscheinlich und würde mich kümmern um, und das ist gerade ein ganz dringendes Thema, die Zwischenprüfung, die jetzt anstehen. Alle nicken, ja. ich letztes Jahr im April mit der ersten generalistischen Klasse schon habe starten dürfen, im Corona-Hoch tatsächlich und von daher auch viele, viele Dinge wiedererkenne, die Schüler gerade berichtet haben. Genau, bin insgesamt seit 10 Jahren ungefähr in der Lehre und war, bis vor kurzem in Potsdam, jetzt in Berlin und kümmere mich immer weiter und immer wieder im Rahmen der Generalistik, das ist so mein Fokus auch immer wieder, um die Verankerung der Altersgruppe, das Kind. Also ich bin selbst Kinderkrankenschwester und werde da viel angefragt und eingebunden von Kollegen, wenn es darum geht, sich reinzudenken und reinzufühlen in diese Altersgruppe, was ja jetzt die Aufgabe ist über alle 3 Jahre. Und sehe da auch ganz große Stärken in der Generalistik, aber sehe auch
einige Punkte, wo ich denke, das ist noch nicht so richtig zu Ende gedacht. Also Stichwort auch Praxiseinsatz, Praxisorte, ähnlich wie es der Schüler vorhin schon ein bisschen umrissen hat. Ne? Das ist noch nicht so ganz aus meiner Sicht gut strukturiert, wo werden die Schüler eingesetzt und wo können sie lernen und Kompetenzen ausbilden. Genau, das kurz zu mir vielleicht. Mhm. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Wer weiß, ob Sie in 10 Jahren den Menschen erklären müssen, was noch eine Kinderkrankenschwester war, weil dann die Generalistik so Einzug gehalten hat, dass jeder sagt, wieso gab es da mal einen einzelnen Beruf für, so habt ihr das früher gemacht? Na, mal gucken. Ja, ich freue mich. Jetzt sind wir vollzählig. Maria Fiedler begrüße Sie auch ganz recht herzlich. Sie dürfen gerne Ihr Mikrofon mit laut machen, wenn wir im Gespräch sein wollen. Gucken Sie mal, wenn Sie nicht große Nebengeräusche haben, dass wir das einfach miteinander starten. Sie kommt von der Ernst von Bergmann Care G GmbH. Was ich weiß, ist, gucken Sie, ob es stimmt, Tochtergesellschaft von Hofbauer Stiftung und dem Ernst von Bergmann Klinikum. Und dann verorte ich Sie in Potsdam. Stimmt Richtig. Das? Und was würden Sie heute machen, heute Nachmittag, wenn Sie nicht bei uns wären? Ja, hallo erstmal. Ja, als zentrale Praxisanleitung bin ich natürlich für die Planung der Praxisanleitungen zuständig und führe diese auch durch. Ich bin alleinig freigestellt, kümmere mich also komplett um die Auszubildenden. Genau, bin im Kontakt mit der Schule, ich bin im Kontakt mit den Einrichtungen und im Kontakt mit den Auszubildenden. Also ich bin Ansprechpartner, was alles für die praktische Ausbildung angeht. Genau. Wenn wir in den Chat gucken, dann sehen wir da auch schon, dass so eine Freistellung, sehen Sie richtig groß geschrieben, das ganze Wort, ob das nicht geplant sein sollte, sinnvoll sein sollte, da hat jemand, glaube ich, auch gut zugehört. Das haben wir, glaube ich, alle wahrgenommen, dass die Auszubildenden sich wünschen, dass da mehr Zeit für sie ist, um sie zu stärken und mehr noch auszubilden. Vielleicht kann das unsere Einstiegsfrage sein, wenn Sie in Ihre Praxis gucken, wie sehr gelingt es schon, die Auszubildenden, wenn die zurückkommen und Frau Fiedler, wenn Sie mit denen zusammenarbeiten, dass die einen ähnlichen bis gleichen Stand haben in der praktischen Ausbildung? Was hören Sie da? Hier habe ich rausgehört in unserem Film, das ist Ihnen oft zu wenig. Sie wünschten sich auch mehr zu können oder es wird einfach erwartet, dass Sie mehr können, weil die bisherige Ausbildung anders gelagert war und im Vergleich, klar, Vergleiche hinken oft, fraglich, ob wir sie irgendwo im Leben überhaupt einsetzen sollten. Sie werden aber eingesetzt, fühlen sie sich noch nicht so gut ausgebildet. Können Sie mit der Frage was anfangen? Jetzt habe ich schwierig formuliert, ja? Doch, ich hoffe, nein, Frau Fiedler beginnt einfach und dann gehen wir der Reihe durch. Ja, also dazu kann ich nur sagen, ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Also ich arbeite ja auch mit den Schülern aus dem Klinikum, die in den Pflichteinsatz zu mir kommen. Und ich muss sagen, die sind für das erste Ausbildungsdrittel schon sehr weit. Ich selber habe meine Ausbildung 2009 begonnen und ich muss sagen, es war damals auch so, dass einem gesagt wurde, im ersten Lehrjahr, lern erstmal die Grundpflege. Ja, heute sind die Auszubildenden schon so sehr interessiert und wollen gerne schon bei den Blutzuckermessen dabei sein, einen Verbandswechsel sehen. Also die sind von Anfang an sehr daran interessiert, auch über den Tellerrand zu gucken und nicht nur die Grundpflege zu lernen, damit sie auch weit kommen, auch den Anforderungen gerecht werden. Und ich bin auch eine, die das mit unterstützt. Natürlich ist Körperpflege im ersten Ausbildungsdrittel auch sehr wichtig, versuche aber schon, sie auch in weiterer medizinischer Pflege mit ranzuführen. Und meiner Erfahrung nach, die Klinikumsschüler haben schon einen hohen Standard, wenn die zu uns in den Pflichteinsatz kommen, nachdem sie erst den Orientierungseinsatz hinter sich haben, muss man auch sagen. Mhm. Also ich kann das eigentlich nicht so sagen. Schön. Ja. Also an der Stelle ist uns Widerspruch, glaube ich, sehr recht. Mhm. Schön, wenn Sie einen anderen Eindruck haben. Jetzt gebe ich die Frage weiter. Wir finden immer eine Lösung in der Reihenfolge. Schalten Sie gerne das Mikrofon frei, wenn Sie was sagen möchten und los geht's. Ach so, ich will mich gar nicht vordrängeln. Martina, bitte. Wenn Sie so regeln, bin ich auch einverstanden. Ach, na klar. Ich habe tatsächlich
Genau, auch ein, zwei Dinge, die mir da vielleicht einfallen. Ich im Kontakt so mit Praxisanleitern, ist man ja als Lehrer ganz viel, höre ich oft und da wünsche ich mir auch Widerspruch, aber ich weiß nicht, höre ich ganz oft, dass gerade im Orientierungseinsatz doch ja eine gewisse Schülerflut dann einem Praxisanleiter gegenübersteht. Das Beispiel habe ich jetzt auch gerade aktuell in der Neonatologie wieder erlebt, also vier Schüler einem Praxisanleiter gegenüberstehen, möchten dann Anleitungen haben, sehr selbstbewusst, was wir uns wünschen, was wir auch gut finden, mit der Situation konfrontiert. Ich muss diese 10% erreichen. Also das ist ein Druck, der da ein bisschen entstanden ist, der natürlich Anleitungen und Qualität sichern soll, der aber total auf die Schüler übergegangen ist. Also die Schüler müssen sich darum kümmern, sich das einzufordern. Das finde ich tatsächlich ein bisschen kritisch. Ich finde, das sollte so nicht sein. Ja, finde, das müsste anders geregelt sein, beziehungsweise müssten sich alle Seiten bewusst sein, dass diese Anforderung eben nun mal besteht. Und was ich auch, was ja nun gesetzlich gefordert ist, beziehungsweise so sein soll, dass sich die Anleitungen und auch die Einsätze in ihren Anforderungen so staffeln, dass ist auch etwas, was aus der Praxis, also aus der Erfahrung heraus nicht so eingehalten werden wird und werden kann vielleicht auch. Also wieder das Beispiel Neonatologie, also frühgeborene Intensivpflege, das ist für einige Schüler eben der Orientierungseinsatz, weil es tatsächlich von den Praxisorten nicht anders geht, nicht anders zu handeln ist. Und da frage ich mich auch tatsächlich, wie kann man es schaffen, die Schüler am Anfang nicht zu überfordern, und sie vor allem aber auch gut auf diese Einsätze vorzubereiten. Denn das muss man auch sagen, das haben wir theoretisch in der Schule dann aber noch gar nicht besprochen. Das heißt, die Praxisanleiter vor Ort sind mit Schülern konfrontiert, die ihre 10% Anleitung haben wollen, die wenig Vorwissen, wenig Kompetenz bis dahin erarbeitet haben in Bezug zum Beispiel auf Neonatologie. Und da irgendwie an die Hand genommen werden müssen, was, glaube ich, ganz anstrengend, ganz schwierig auch ist für die Praxisanleiter. Das ist das, was ich an Rückmeldung kriege. Ja, genau. Frau Klassner. Ja, genau. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht, also dass viele Auszubildende dann sagen, ja, das mit den 10%, das schaffen wir gar nicht. Ne? Was uns da sehr doll hilft, ist, wenn wir Praxisbesuche machen. Das heißt also, wir fahren in jedem Einsatz hin in die Praxis, je nachdem, wo der Auszubildende gerade eingesetzt ist. Das heißt also, ich als Klassenlehrerin fahre dann die Einrichtung ab und rede mit den Auszubildenden, wie läuft es mit den Anleitungen, dann sagen die ihre Meinung. Und mit am Tisch sitzt aber auch der Praxisanleitende. Ne? Und auch der muss unbedingt sagen, wie läuft es gerade. Und die Frage aus dem Chat ist, ab wann erkennt man Anleitung und was ist schon Anleitung, kann da, finde ich, perfekt schon geklärt werden. Mhm. Wo man auch ganz gut in Austausch gehen kann und sagen kann, ja, das kann man aufschreiben, das ist eine Anleitung, auch wenn sie nicht perfekt, also vorbereitet war, also strukturiert im Sinne von an dem Tag haben wir einen Anleitungstag, sondern das sind situative Anleitungen, die also ja sich einfach spontan ergeben und auch die müssen unbedingt in diese 10% mit einbezogen werden. Und da hilft es, glaube ich, wirklich, wenn wir in den Austausch kommen mit der Praxis. Was mir da auch noch ein bisschen fehlt, ist, wie können wir unser Curriculum, das für jede Schule ein bisschen anders aussieht, aber wie können wir unsere theoretischen Inhalte so transparent machen, dass das in der Praxis ankommt? Ne? Weil im Film haben wir auch gehört, ja, die erwarten jetzt sowas, weil da haben die Auszubildende in einem Jahr drüber, die kann ja das schon alles, aber ich kann das noch nicht, weil ich hatte es theoretisch noch nicht. Wie kriegen wir das hin, das ja so besser zu transportieren? Also wir haben es für uns als Schule so gehandhabt, dass wir eine Online-Plattform haben, wo wir sowas anbieten, dass man da nachschauen kann, was sind die Inhalte, und wir bieten Fortbildungen an. Also wir bieten für die Praxis Anleitenden, aber auch für jeden Interessierten aus der Praxis so, ja, so kleine Fortbildungen an. Was machen wir denn in der Theorie gerade? Und ich bin ja auch tätig in einer, also wir bilden auch Praxisanleitende aus und da bin ich auch ab und zu mal drin im Unterricht. Und da geht es genau auch darum, ne, was unterrichten wir wirklich und wie wichtig ist es, dass in der Praxis auch schon Dinge gezeigt werden, die wir vielleicht theoretisch noch gar nicht unterrichtet haben. Weil so wie Martina schon gesagt hat,
wir haben immer wieder spezielle Einsätze. Da kommen wir inhaltlich in der Theorie noch gar nicht hinterher. Das ist noch gar nicht dran. Und dann wäre es ja schade, wenn man sagt, naja, ich kann dich jetzt nicht anleiten, weil das hattest du ja theoretisch noch nicht. Also es ist ganz doll wichtig, dass die Praxis auch weiß, die haben da einen Lehrauftrag und die müssten, ne? Und wir haben zum Beispiel auch das Glück, dass wir eine freigestellte Praxis anleiten haben und die ist einfach unglaublich wertvoll und so wichtig, um das auch umzusetzen, weil man das in der Praxis einfach aus personellen Gründen oft nicht so schön leisten kann, wie wir es uns wahrscheinlich wünschen würden. Ja, vielen Dank. Herr Burber. Genau, was jetzt aus den beiden Beiträgen nochmal deutlich geworden ist, dass eben Praxisanleiterinnen das auffällt, dass bestimmte, ja, vielleicht theoretische Grundsteine, wenn man dann so denkt, erst die Theorie, dann die Praxis nicht gelegt wurden. Und was ich jetzt häufig beobachte, vielleicht auch Andrea sicherlich auch schon mehrfach beobachtet gehört hat, ist, dass viele Praxisanleiterinnen sich jetzt so ein bisschen berufen dazu fühlen, Unterricht zu machen in der Praxis. Und da würde ich wirklich auch noch mal ein bisschen warnen, also das nicht zu weit zu führen, weil das ist ja nicht die Aufgabe der Praxisanleiterin, so einen Co-Unterricht zu machen. Ich nenne mal so ein Beispiel, das sind gerade so Themen in der Pädiatrie, die jetzt rausfallen, ne, in der generalistischen Ausbildung und eben nicht mehr bis ins Detail behandelt werden können. Und also das kann ja nicht sozusagen das Ziel sein, da jetzt irgendwie versteckt und geheim was zu kompensieren, was es vorher gab in der alten Kinderkrankenpflegeausbildung. Also da möchte ich wirklich nochmal den Praxisanleiterinnen, also nochmal so diese Selbstreflexion, was ist meine eigene Rolle in der Praxis, nochmal ans Herz legen. Und was ich zum Beispiel Einrichtungsleitern ans Herz legen möchte, ist, den Praxisanleiterinnen Autonomie zu geben in der eigenen Einrichtung. Das haben die Auszubildenden nämlich gesagt. Im Klinikum befinden sich momentan ganz viele Praxisanleiterinnen in Ausbildung. Da habe ich mich gefragt, nanu, was ist denn da los in einer Klinik? So viele Praxisanleiterinnen in Ausbildung, da müsste es doch genug geben. Das scheint also ein Zeichen dafür zu sein, dass dort eine hohe Fluktuation ist. Und man müsste da an der Stelle fragen, warum ist denn diese Fluktuation? Ja, und da kommen wir nämlich dazu, eine Praxisanleiterin Autonomie bekommen für den Ausbildungsauftrag, den eine Einrichtung ja nur wahrnehmen kann, wenn die Praxisanleiterin da sind. Dann gehört zum Beispiel auch sowas wie eine Kapazitätenplanung dazu. Sagen zu dürfen, Leute, ich habe jetzt 3 Auszubildende, jetzt ist der Punkt erreicht, mehr geht nicht bei mir. Ja, also das ist... kann eben auch nicht so das Ziel sein. Alle Auszubildenden müssen jetzt in diesen Einsatzbereich, egal, die Praxisanleiterin wird das schon irgendwie methodisch packen, weil das könnte dann eben so ein Erklärungsansatz dafür sein, dass Praxisanleiterinnen irgendwann sagen, nee, ich kann nicht mehr und ich möchte das auch nicht mehr. Ja. Deswegen bitte geben Sie Ihren Praxisanleiterinnen Autonomie dafür, mitbestimmen zu können, wie die Ausbildung in der Einrichtung läuft. Ja, nur dann funktioniert das. Okay, dann noch Frau Westphal vielleicht für diese Runde. Und klar, Frau Fiele ist sozusagen schon fast wie angesprochen worden. Dann geht es da weiter. Gerne. Mir ist das eben gerade aufgefallen, weil Frau Klausner das sagte, dass sie ihre Plattform auch für andere interessierte Pflegende öffnen. Ich finde das total gut, weil das haben wir in den Interviews auch gemerkt, dass es ja nicht nur die Praxisanleitenden sind, die in der Praxis mit Auszubildenden wirken, sondern ganz besonders eben auch alle anderen übrigen Pflegekräfte und die natürlich auch anleiten, auch wenn das nicht in die 10% anrechenbare Anleitung zählt, aber die zeigen ja was und die haben eine große Wirkmacht, auch was das Berufsbild der Generalistik angeht. Und die müssen wir mitdenken. Das ist mir nochmal so klar geworden bei den Interviews, dass wir immer von Lehrenden und Praxisanleitenden und Auszubildenden rechnen. Aber die große Masse derjenigen, die in der Pflege tätig sind und die das Bild der Pflege prägen, haben wir noch zu wenig berücksichtigt. Und glaube ich, haben wir auch noch nicht genug mitgenommen in der Diskussion über dieses Wesen von Pflege und was sind denn jetzt die Prinzipien und was muss man in einer 3-jährigen Grundausbildung lernen und was nicht und so weiter. Ne? Und deswegen finde ich das so klasse, das wollte ich nur noch sagen, dass Sie da das geöffnet haben. Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir nochmal aber zu den Praxisanleiterinnen zurück und deshalb auch zu Ihnen, Frau Fiedler. Ja, danke.
Ich glaube, das große Problem ist, dass man das Gefühl hat, dass die Schule einen sehr weiten Vorlauf hatte, was die Vorbereitung der Ausbildung angeht. Und wir in der Praxis so ein bisschen überrannt wurden. Also ich muss dazu sagen, ich wurde selbst als zentrale Praxisanleitung mit Beginn der Ausbildung eingestellt. Das heißt, ich habe mich parallel erstmal darum gekümmert, mich in diese neue Form der Ausbildung einzulesen. Ich musste ein Konzept erstellen, man sollte einen praktischen Ausbildungsplan schreiben, Arbeits- und Lernaufgaben. Man war also erstmal mit sich selbst überfordert und sollte parallel schon anleiten. Und das, was die Schüler jetzt auch mitgeteilt haben, dass viele Praxisanleiter gerade im Klinikum in Ausbildung sind, ist genau dieser Punkt, weil natürlich wurde vorher schon von 10% gesprochen, aber was das in Wirklichkeit bedeutet, hat man erst in der Praxis gemerkt, als die Schüler kamen. Und dann wurde gemerkt, okay, wir brauchen viel mehr Praxisanleiter und vor allen Dingen viel mehr Freistellung. Und das entwickelt sich gerade leider erst. Das ist natürlich zum Nachteil der Schüler, die jetzt schon mitten dabei sind. Aber ich weiß aus dem Klinikum, dass es da jetzt auch zentrale Anleiter gibt, die da auch für die Zentren den Hut aufhaben, dass viel mehr freigestellt wird, damit man diese 10% schaffen kann. Also ich bin ja nun an einer kleinen Einrichtung und habe maximal 5 bis 8 Schüler gleichzeitig und kann das als alleinige freigestellte Praxisanleitung noch kompensieren. Aber im Klinikum laufen da 200 Schüler teilweise rum. Und deswegen denke ich, wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben leider erst etwas spät angefangen. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. So, jetzt gucke ich in die Runde. Sie brauchen nicht unbedingt meine Fragen. Sie dürfen aufeinander eingehen. Wir können es im Gespräch entsprechend weiterentwickeln. Wir waren jetzt bei der Praxis. Was für mich besonders interessant war, war, dass manchmal die Auszubildenden vielleicht in der Praxis etwas tun mit Anleitung, wo sie sagen, ich habe noch nicht das theoretische Wissen. Und das gilt es für sie auszuhalten. Und am Ende sollte das Puzzle ein Ganzes sein und keine Lücken mehr aufweisen. Und dann sieht man auch das ganze Bild. Das fand ich jetzt sehr interessant und spannend, weil ich glaube, unser natürlicher Impuls wäre zu sagen, sagt mir, was dahinter steckt und dann kann ich es auch anwenden. Ja, wir haben immer den Eindruck, es braucht erst die Theorie und dann die Praxis. Jetzt habe ich rausgehört, hier könnte es anders sein. Vielleicht brauchen wir einfach nur ein bisschen, wie sagt man so schön neudeutsch, ein anderes Mindset oder zu sagen, wir trauen uns. Ich kriege schon noch erklärt, warum das so ist, wie ich es jetzt tun soll. Aber das tun, das kann ich schon. Frau Klausner. Ja, ganz genau. Also, und das war für uns als Lehrende auch erstmal unglaublich schwer, dieses Umdenken zuzulassen. Aber ich muss sagen, dass alle davon profitieren, also auch wir Lehrkräfte, weil ja jetzt in die Themen, die wir im Unterricht dann aufnehmen, plötzlich ganz tolle Erfahrungen aus der Praxis mit dazukommen. Und natürlich kommt auch mal dieser Moment, das wurde mir aber anders gezeigt und warum machen Sie das jetzt so? Also auch sicherlich Dinge, die in der Praxis vielleicht etwas anders gehandhabt werden, können wir aber aufgreifen und nochmal betrachten und können gucken, ja, okay, so geht's ja auch. Das ist auch in Ordnung. Ne? Und ich finde das total super. Und im Endeffekt ist es ja genau das, was, denke ich, auch die Generalistik möchte, nämlich einen Blick für die Pflege zu bekommen und für den Menschen im Gesamten. Und dazu gehört alle Pflege in allen Altersbereichen. Und deswegen bin ich da total dafür. Ich kann aber auch verstehen, dass es in der Praxis nicht immer so leicht umsetzbar ist, jemandem etwas Neues beizubringen. Aber die Auszubildende im Video hat ja zum Beispiel von Infusionen richten oder sowas gesprochen. Das ist eine Sache, die kann man super in der Praxis lernen. Also das, finde ich, muss man nicht vorher in der Theorie besprochen haben. Das ist ein Handling, das ist so typische Behandlungspflege. Kann man da lernen? Wie macht man das? Und wir können es aber nochmal aufgreifen unbedingt. Was sind das überhaupt für Infusionen? Was macht das? Ne? Das ist natürlich dann nochmal eine tiefergreifende Unterhaltung, die wir dann darüber führen. Aber wir sprechen dann mit Menschen, die schon total viel Erfahrung gemacht haben. Und das ist viel besser, als wenn wir davor stehen und sagen, so und so müsst ihr das machen. Weil dann kommen wir vielleicht dahin, dass wir lernbegleitend arbeiten und nicht so unser Wissen so überstülpen und immer sagen, nur das ist richtig. Also auch wir als Lehrkräfte verändern uns da einfach. Und ja, das finde ich super, diesen Prozess. Ja, dann hoffen wir, dass viele so denken wie Sie an der Stelle. Es braucht nicht immer die Reihenfolge Theorie und Praxis. Jetzt hat sich Herr Burba gemeldet und dann Frau Scharata. Das ist im Grunde genommen, ist das auch was ja jede Pflegefachfrau, jeden Pflegefachmann
in der heutigen Zeit stets und ständig betrifft. Die Pflege verändert sich und es gibt immer wieder Dinge, die habe ich nicht gelernt in der Ausbildung. Um Himmels Willen, die werden ja schon total verstaubt, die Ausbildungsinhalte, so die einen oder anderen. Und wo ich im Handlungszwang bin und muss situativ handeln und weiß vielleicht gar nicht alles darüber. Ja, und das ist ja eben dieser Impuls oder Impuls fürs lebenslange Lernen und den ich so wichtig finde, ja, den Auszubildenden, dann eben, wenn die was noch nicht behandelt haben, naja, dann ist das vielleicht auch was man selber sich nochmal erarbeiten kann, vielleicht gar nicht so tiefschürfen theoretisch in der Praxis, im Einsatz, aber wo man mal vielleicht auch zu Hause sich nochmal das Lehrbuch schnappt, mal schon mal vorliest, ein bisschen sich informiert und so. Und das erwarte ich einfach auch von Pflegenden in der heutigen Zeit, ja, also dass die bei Problemstellung, bei Fragestellung nachlesen, sich informieren, sich selbst bilden. Und ich finde, da habe ich doch mit den Auszubildenden das Ziel eigentlich schon fast erreicht, wenn ich eben an diesen Problemen oder wenn ich für diese Probleme das Bewusstsein wecke, ne? Also dass ihr halt nicht alles in der Theorie schon besprochen haben könnt, um es dann in der Praxis zu tun. Aber das eben so zum Thema zu machen, das ist vielleicht nochmal die Krux an der Sache. Vielen Dank. Frau Scharater. Ja, ich wollte auch in dieselbe Richtung sprechen, dass es im Grunde ja zum einen Curricula gewünscht ist, spiralig Themen auch immer wieder aufzugreifen, zum anderen wir genau das wollen, dass Schüler in unbekannten Situationen vielleicht Dinge anwenden können, die schon da sind, Neues sich dazu erarbeiten. Und ein bisschen war es auch schon vor der Generalistik so, dass man natürlich mit Situationen konfrontiert war, die man hat nicht alles besprochen im ersten Theorieturnus, niemals. Aber das, was wir auch beobachten, das finde ich auch nochmal nennenswert, ist, dass wir doch auch einen Anteil Schüler oder Auszubildende haben, die das aber auch nicht packen, ne? Also die beginnen die generalistische Ausbildung und haben sich dann vielleicht etwas anderes vorgestellt, sind vielleicht doch überfordert, weil sie aus diesem klassischen Schulfachsystem jetzt nicht das schaffen, diesen Sprung, so eine komplexe Situation zu erfassen, sodass wir auch festgestellt haben, in der Schule, aus der ich komme, aber auch in der ich jetzt bin, dass wir einen hohen Anteil an Schülern haben, die Ausbildung nicht weiterführen. Wo ich mich tatsächlich auch, oder wo wir uns gerade auch fragen, wie gehen wir einfach damit um, dass die Lernenden ja sehr viel heterogener jetzt da auf uns zukommen. Also wir haben jetzt in dem Video ganz engagierte, ganz selbstbewusste Menschen gesehen, die, wie gesagt, ich auch kenne, aber es gibt auch die anderen, die vielleicht doch Struktur mehr brauchen oder sich vielleicht nicht so trauen in die erste Reihe und sagen, ich weiß es noch nicht, lese mir das aber nochmal durch und ich kann es auch selbstständig lernen oder so. Wie kann man damit umgehen? Das ist noch eine Frage, die sich uns so stellt, um diese hohe Anzahl Abbrecher und Aufhörer nicht zu haben, möglichst nicht zu haben. Vielleicht ist das ganz wunderbar, das Thema, auch wenn es, also es ist kein schönes Thema, aber ganz wunderbar, dass Sie es aufgebracht haben. Wir geben das mal in die Runde. Welche Unterstützung könnte es dafür noch besser geben, beziehungsweise wie erleben Sie das in Ihren Arbeitszusammenhängen, diese Zweifel daran, packt man es und eventuell auch die Entscheidung, packe ich nicht und ich höre auf. Im Zuge dessen, dass wir wissen, wie viele Pflegekräfte wir jetzt schon brauchen und zukünftig noch viel mehr, ist es immer ein Verlust, wenn jemand sich abkehrt und sagt, ich glaube, ich krieg's nicht hin. Ja, ist ganz klar. Ja, Frau Klausner. Genau. Also ich muss auch sagen, also wir haben auch eine Abbruchquote, die hat sich aber tatsächlich nicht erhöht mit der generalistischen Ausbildung. Und auch die Gründe für den Abbruch sind immer noch sehr vielfältig, ähnlich wie wir es in der Altenpflegeausbildung und auch in der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung hatten. Schwangerschaft zum Beispiel oder man zieht woanders hin und macht dann da vielleicht seine Ausbildung weiter. Also bei mir persönlich jetzt in der Klasse sind es 6 Leute, die gegangen sind und 3 davon waren wirklich, die gesagt haben, ich schaffe das nicht mehr. Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, wie hätte ich die
auffangen können? Was hätte ich machen können? Wenn man sich, also es gibt ja ganz viele Konzepte, ne? Also wir haben eine Patenwoche, ja, wo in der Praxis das dritte Ausbildungsjahr das erste anleitet. Das gibt es an ganz vielen Pflegeschulen, dieses Konzept. Es gibt Schnuppertage, ja, wo man erstmal so die Praxis ganz kurz mal kennenlernt. Immer wieder Reflexionsgespräche. Ich habe Lernerfolgsgespräche geführt mit denen. Und ja, ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich kann man viele Dinge nicht mehr abfangen. Vorhin kam das Thema Zwischenprüfung so ein bisschen auf und auch jetzt habe ich, also bei uns ist es noch ein bisschen hin, das ist erst im Sommer, die Zwischenprüfung, aber ich spreche jetzt mit den Auszubildenden schon drüber und sage, jetzt kann man anfangen zu lernen, jetzt kann man sich darauf vorbereiten. Und da gibt es natürlich jetzt welche, die auch sagen, ich schaffe das nicht. Es ist so viel Inhalt, ich kann das nicht alles lernen. Und was ich jetzt mache, das ist aber na, sicherlich auch eine Sache, muss man immer gucken, ich weiß auch nicht, wie lange ich das durchhalte, aber ich mache jetzt eine Lerngruppe für meine Klasse auf, sodass wir Freitagnachmittag nach dem regulären Unterricht uns zusammensetzen und Fragen klären, was ist nicht so optimal gelaufen, was habe ich nicht verstanden. Und das betrifft natürlich häufig auch ausländische oder also nicht deutsch sprechende Auszubildende, die ganz doll Probleme haben, dem Unterricht zu folgen, die aber dafür, finde ich, total gut in der Praxis ankommen. Also die haben ganz tolle Beurteilungen und da stehe ich immer da und staune und denke mal, wow, also die sind da ganz offen, ja, und in der Schule trauen sie sich tatsächlich nicht so sehr da. Und da ist es jetzt erstmal, ja, meine Initiative zu sagen, okay, ich will ja, dass sie das irgendwie schaffen. Zwischenprüfung ist jetzt natürlich jetzt nicht so abhängig für das Beenden der Ausbildung, aber es ist ja wie so ein Probelauf, tatsächlich für die Abschlussprüfung zu werden. Und ja, aber mal gucken, ob man das dadurch vielleicht schafft, das weiß ich nicht. Herr Burber meldet sich, ich würde auch gerne, ja, Frau Fiedler, ich hätte Sie sonst auch angesprochen, weil Sie ja sozusagen von der anderen Seite, von der Praxisseite nochmal gucken. Wir sind immer noch dabei, zu überlegen, wie kann eine recht hohe Abbruchquote oder eine weiterhin vorhandene Abbruchquote verringert werden. Herr Burber, was ist Ihre Idee oder was denken Sie, ist noch wichtig dafür? Ich hatte eine Nachfrage und zwar dieses nicht schaffen, das hat sich ja jetzt, also ich habe das jetzt so ein bisschen auf den Unterricht und auf die Ausbildung an der Pflegeschule bezogen und frage mich, bezieht sich das Nicht-Schaffen auch auf die praktische Ausbildung? Weil ich denke schon, dass strukturell in einer Institution Schule da immer noch mehr Möglichkeiten vorhanden sind, dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Also manchmal gibt es ja auch spezielle Personen, die dafür extra eingestellt werden. Aber ich sehe das in der Praxis, je nach Einrichtung, ne? Man muss jetzt wirklich gucken, gibt es da freigestellte Praxisanleiterinnen und so weiter, dann eher noch, aber es gibt ja auch Einrichtungen, da gibt es die nicht. Da gibt es die Praxisanleiterinnen, gibt es vielleicht zwei Stück, fertig. Da, glaube ich, ist das nicht so einfach, diesem Nicht-Schaffen mit auch nochmal mit Lernstrategien steckten ja da unter anderem drin, Sprachbarrieren und so weiter, dem überhaupt als Praxisanleiterin oder Praxisanleiter zu begegnen. Weil dazu brauche ich schon einen großen Werkzeugkoffer und auch einfach Zeit, mich der Sache anzunehmen. Ja, also das ist vielleicht nochmal so eine Idee zusätzlich, aber vielleicht hat ja gerade auch Frau Fiedler dazu noch eine Meinung. Ja, hören wir doch mal. Ja, ich glaube, wir müssen ganz am Anfang ansetzen, also schon bei der Bewerbung, bei der Sichtung der Bewerbung und weil ich vermute, dass aufgrund dieser hohen Personalmangels bekommt vielleicht viele einen Ausbildungsvertrag, die vor 10 Jahren eine Ablehnung bekommen hätten. Ich sage es jetzt mal so. Man versucht, Menschen eine Chance zu geben. Wir wissen selber, auch wenn man schlechte Noten hat, kann man trotzdem praktisch sehr gut sein. Aber ich glaube, damit geht diese hohe Quote einher. Also ich habe aus meiner Erfahrung auch gesehen, die Gründe sind vielfältig und die Gründe sind nicht anders wie vorher. Also aus privaten Gründen, Wegzug. Natürlich waren auch welche dabei, die gesagt haben, dass sie es schulisch nicht schaffen. Also ich glaube, an der Praxis liegt es nicht. Ja, aber ich glaube, dass da das Bewerbungsverfahren einfach ein bisschen spezialisiert werden muss und zu gucken, wie schätze ich denjenigen ein, schafft er das? Frau Westphal.
Ja, und ich würde noch mal eine Lanze auch für Begleitung brechen, also nicht nur für Begleitung durch Lehrerinnen und PraxisanleiterInnen, sondern auch tatsächlich durch SozialarbeiterInnen. Wir haben das ja in Brandenburg in Modellprojekten begleiten, SozialarbeiterInnen, Auszubildende und unterstützen sie bei ihren Lernprozessen und gucken, was hindert eigentlich. Und das ist ja häufig nicht so, dass die zu blöd sind zum Lernen, sondern dass einfach viel zu viel mitgeschleppt wird und viel zu viel geleistet werden muss, um überhaupt noch zu lernen. Oder sie in Umgebungen lernen müssen, wo man eigentlich gar nicht lernen kann und. Und dafür gibt es ja mannigfaltige Gründe. Und das würde ich mir so wünschen, dass dieses Projekt, das im Moment nur für die Altenpflegehilfe da ist, wir haben, glaube ich, 3 Altenpflegehilfeschulen, die unterstützt werden mit Sozialarbeiterinnen, dass das auch ausgerollt wird auf die ganze Pflegeausbildung. Das brauchen wir und das können LehrerInnen und PraxisanleiterInnen nicht zusätzlich noch leisten. Und es ist, glaube ich, auch nicht so gut, wenn sich da so Rollen vermischen. Ne? Auf der einen Seite bin ich die Prüferin, auf der anderen Seite bin ich aber diejenige, die irgendwie unterstützen soll. Also das würde ich mir sehr wünschen. Und das andere ist, glaube ich, dass die Ausbildung ja im Moment noch ganz besonders unübersichtlich ist. Also der eine Auszubildende sagte es ja, ne? Also mit diesen komischen curricularen Einheiten kommt da nicht klar. Man weiß auch nicht so richtig, was in der Praxis gelernt werden soll. Und das sehe ich schon als Aufgabe von Lernort Schule und Lernort Praxis, dafür Übersicht zu sorgen. Das hinzukriegen und zu sagen, das und das und das ist wichtig, das sind die ganz klaren Elemente, das müsst ihr wissen zum Ende, das ist Pflicht und das ist Kür und hier könnt ihr was vertiefen, aber das sind die Grundlagen und das haben wir auch noch nicht. Also da haben wir natürlich Rahmenpläne, aber die reichen offensichtlich noch nicht aus, um da tatsächlich zu sagen, ja, ich kann das schaffen, wenn ich das und das und das und das gut mache. Ja, daran müssen wir noch arbeiten, aber ich weiß auch noch nicht wie und deswegen würde ich mich freuen, wenn es da gute Erfahrungen gibt, wie sie das hinkriegen, Übersicht zu gestalten. Ja, das ist spannend, Frau Westphal, was Sie gesagt haben, weil ich beim Zuhören gedacht habe, ich arbeite nicht nur als Moderatorin, sondern habe eine Supervisionsausbildung und bin Coach und merke, wie oft es Menschen gut tut, wenn sie einfach jemanden haben, der sie begleitet. Und ich sage den Leuten nicht, was sie tun sollen. Das kriegen wir im gemeinsamen Denken sehr wohl raus. Aber sie haben eine Begleitung und sagen, wenn ich nicht so ganz genau weiß, wie, dann habe ich da so ein Sparringspartner zum Denken und das ist für junge Leute, und wir haben es im Film gesehen, es waren ja alles junge Menschen, da spielt sich im Leben noch eine ganze Menge mehr ab, als nur zu lernen, welchen Beruf ich ausüben möchte. Da ist eine Menge Entwicklung drin, das tut unheimlich gut, da jemanden zu haben, der irgendwo zwischen Begleitung, Coach, Mentor oder so vielleicht auch ist. Das ist sicherlich sehr, sehr erstrebenswert. Herr Bober, Sie haben sich noch gemeldet und die Zeit ist heute nicht anzuhalten. Also weiß nicht, wie Sie, also Ihre Uhr wird genau das Gleiche anzeigen, wie bei mir hier in Babelsberg. Ich würde gerne noch mal ein bisschen den Ausblick wagen und ne? Was soll es auch geben? Jetzt sehen Sie schon, das war jetzt das Zeichen, wenn Sie es gehört haben, dass wir jetzt das Thema wechseln müssen. Ich sage Ihnen nicht, was das wirklich war. Ich bleibe aber hier sitzen und Herr Burber ist jetzt dran nochmal. Okay, also was ich da nochmal, das habe ich jetzt bereits zweimal schon gehört, dieses Konzept, was ich sehr gut fand. Man muss ja daran denken, wenn die Auszubildenden jetzt nicht beim Praxisträger sind, dann sind sie in kooperierenden Einrichtungen. Und da finde ich es auch nochmal wichtig, dort nicht verloren zu gehen. Und da haben mir 2 Ausbildungskoordinatoren, die jetzt nicht zusammen im gleichen Unternehmen arbeiten, aber geschildert, die besuchen ihre Auszubildenden dann in diesen Praktika, in den anderen Einsätzen und zwar nicht zur Leistungsbewertung oder so, sondern die fragen, wie es denen dort geht, ob die mit der Ausbildung vorankommen. Also um es mal kurz zu machen, die halten den Kontakt, die informieren sich, die sorgen einfach dafür, dass die Auszubildenden durch diesen Wechsel der Praxiseinrichtung auch nicht verloren gehen, sich mit Problemen an die wenden können und so weiter. Und das finde ich ist auch nochmal wichtig, um auch Rückhalt zu geben und Unterstützung zu bieten an der Stelle. Ja, weil ich denke schon, dass für viele Auszubildende auch dieser häufige Wechsel und bei manchen Standorten ist das ja enorm, wie viele Einrichtungen da irgendwie mit eingebunden sind, dass man da auch schnell mal den Überblick verlieren kann, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja, und da finde ich diese Betreuung auch über die eigenen Grundstücksgrenzen hinweg, finde ich da nochmal ein tolles Konzept. Das wird gar nicht mal finanziert, ne? Aber das ist für die eben wichtig. Ja,
Ich glaube, das haben wir bei jeder Veranstaltung schon gemerkt, wie wichtig es auch ist, im Gespräch miteinander zu bleiben, aus den verschiedenen Rollen. Und Sie haben es, wenn Sie ein bisschen vielleicht im Chat mitgelesen haben, ist auch gelesen, dass sich jemand bedankt hat, dass jetzt auch mal Auszubildende da zu Wort gekommen sind und ist ja auch mutig. Okay, die sind natürlich mehr in einem digitalen Zeitalter aufgewachsen, aber die haben ja auch kritische Sachen gesagt. Die muss man sich auch trauen zu sagen. Also das ist auch ganz klasse. Also ganz viel Kommunikation miteinander. Jetzt aber würde ich gerne nochmal die letzten paar Minuten nutzen, um mit Ihnen nach vorn zu gucken. Sie sind mittendrin, also Strukturen zu schaffen, Erfahrungen zu sammeln, die auszuwerten, Menschen zu begleiten und zu stärken darin. Was müssen nächste Schritte sein? Wo sagen Sie, da brennt es noch am meisten, damit die Generalisten auch gerne Generalisten werden, denn wir haben an vielen Stellen ein ziemliches Expertentum in unserer Gesellschaft, ja. Und es erscheint manchmal sehr erstrebenswert, sich wenigstens bei einer Sache im Leben sehr gut auszukennen. Ich habe ein großes Faible für Generalistik, würde auch sagen, wahrscheinlich kann ich nichts im Leben richtig gut, aber so viel dann doch so gut, dass sich daraus einen Beruf machen lässt. Aber es geht nicht um mich, es geht um Sie. Also was ist Ihre Einschätzung für die Zukunft, was braucht's? Frau Scharrater, Sie haben jetzt eine ganze Weile sich nicht beteiligt. Heißt nicht, dass Sie nicht dabei waren, aber mögen Sie jetzt starten, weil noch haben wir am meisten Zeit. Mache ich gerne. Für die Generalistik, ich finde, das ist auch sowohl bei den Azubi-Stimmen als auch jetzt im Gespräch deutlich geworden, auch, dass es, ich glaube, alle Akteure müssen sich noch einfinden und gewöhnen und müssen ein Berufsbild sich vor Augen visualisieren, was wir ja noch nicht also wir selber kennen es noch nicht ganz so vielleicht auch, ne? Wo geht die, also ne, was kommt am Ende raus für einen Pflegender? Und das, was ich jetzt aber beobachte, und das soll bitte so weitergehen, sind Pflegende, angehende Pflegende, die eben wirklich ihre Ausbildung vielleicht besser noch mitgestalten und in die Hand nehmen, als wir das die letzten Jahre erlebt haben, so, ne? Die sich auseinandersetzen, die kritisch sind, die auch sich Anleitung einfordern und viel Rückmeldung auch geben, sich reflektieren und Situationen erfassen können. Das kann gern so weitergehen, das erlebe ich wohl. Und das ist ein großer Sprung, finde ich, das, was da geschafft ist auch. Was unbedingt weitergeführt werden muss, finde ich, ist, sagten Sie auch gerade, ist der Austausch zwischen Theorie und Praxis, das wäre, ne, zwischen Schule und den Praxisorten. Es fehlt manchmal noch an einer Regelmäßigkeit, es fehlt manchmal noch an geeigneten Instrumenten, Dokumenten, wie können wir gut sicherstellen, dass der Schüler orientiert ist oder der Auszubildende, dass die Praxis einen Überblick hat, wie die Schule das gemeint hat und arbeitet, welche Kompetenzen sollen hier erreicht werden. Und da muss man vielleicht, müssen wir als Schule manchmal auch nochmal nacharbeiten. Was ich nicht so gut finde, ist, dass den Schülern per Gesetz oder so, ne, zu viel gegeben wird. Ne? Sie sollen sich darum kümmern, dass sie da ihre 10% erreichen und sollen das irgendwie nachweisen. Das haben die Schüler auch in dem Film gesagt, so nach dem Motto, ja, jetzt muss ich das machen und werde dann komisch angesehen. Ach, ihr seid ja die Generalisten. Also dieses Umdenken muss da irgendwie noch verbessert werden. Und ganz wichtig, akut ist jetzt die Orientierung Richtung Prüfung. Also wo sind da Anforderungen, die an den Auszubildenden gestellt werden? Sind die Schulen im Moment, habe ich das Gefühl, unsere Schule noch nicht ganz klar, können noch nicht klar sein gegenüber dem Schüler. Mhm. Und das würde ich wichtig finden, um nachher auch einen Ausblick für die Schüler geben zu können. Das sind so Dinge, die ich wichtig finden würde. Und vielleicht, und da habe ich jetzt gerade aufgehorcht bei dem, was Manuela gesagt hat, diesen Schritt Richtung Digitalisierung. Also wenn ihr eine Oberfläche habt, die sich eignet, um vielleicht in diesen Austausch besser zu gehen, dann horche ich auf. Und das ist auch was, vielleicht nur als letzten Satz, Entschuldigung, was ich mir mehr wünschen würde. Es ging auch im Nexa-Projekt total mit viel Austausch so los, so, und mit sehr viel Kontakt zwischen den Schulen und den Lehrenden. Und muss unbedingt so weitergehen oder muss vielleicht sogar wieder mehr werden. Also, dass man jetzt auch im Verlauf mehr ins Gespräch kommt. Was für Instrumente nutzen wir? Was nutzt ihr? Und was sind die Erfahrungen damit? So ganz konkret, am konkreten Generalistik-Projekt hier. Also da, glaube ich, kocht jeder so sein Süppchen. Das müsste noch mehr
zusammengeführt werden. Das wäre so mein Ausblick, Wunsch, wie auch immer. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Mit wem geht es weiter? Frau Fehler, mögen Sie weitermachen? Ja, sehr gern. Ja, im Ausblick, ich würde auch sagen, es braucht auch einfach ein bisschen Geduld noch. Also ich denke, das wird sich einspielen. Also damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war ich auch einer der Ersten, der mit Themenbereichen unterrichtet wurde. Und da wurde uns auch gesagt, nach 3 Jahren werdet ihr das System verstehen. Und so war es dann auch. Und ich habe die Azubis, die hier im Video zu sehen waren, auch selber angeleitet und auch denen gesagt, bleibt dran, bleibt geduldig, ihr werdet irgendwann das verstehen. Aber ja, natürlich wollen sie auch was in der Hand haben. Wir haben uns damals auch eingefordert, das Schulcurriculum zu bekommen. Einfach nur eine Auflistung, was kommt wann. Und das hat uns dann einfach schon beruhigt und gesagt, ah ja, das und das kommt dann. Und dann weiß ich, dass es noch kommt. Ja, das würde ich einfach sagen. Und ich finde auch wichtig, der Austausch. Ich bin auch sehr vernetzt und immer dabei und das hilft auch sehr. Also dadurch, dass ich so ein bisschen Alleinkämpfer war, hat mir das sehr geholfen. Genau. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Frau Klosser, dann machen wir die Runde durch, weil dann kann ich nämlich Herrn Burber und Frau Westphal bitten, kürzer zu antworten. Alles klar. Ich schon mal drauf ein. Ich kann die Uhr nicht anhalten. Okay. Grundsätzlich hatte ich das auch genauso auf meinem Zettel, was ich mir so wünsche, nämlich der Austausch und die Verknüpfung von Praxis und Theorie. Das ist, glaube ich, das A und O, dass wir Transparenz walten lassen in allen Richtungen. Und dafür könnte so eine Plattform helfen, aber dafür helfen auch einfach immer wieder Gespräche, Treffen mit Praxisanleitenden, mit der Praxis. Und ich wünsche mir auch für die Zukunft, dass alle Beteiligten, also Auszubildende, wir Lehrkräfte, Praxisanleitende, Pflegende, ganz da offen bleiben für diese neue Sache. Ne? Also es ist ja nicht so dieses Zusammentun von, das sind 3 Ausbildungen, die packen wir jetzt mal zusammen, sondern es ist ja wirklich etwas richtig Neues. Und ich war am Anfang auch skeptisch und muss jetzt aber sagen, nach einem Jahr, die ich sie begleiten durfte, die Auszubildenden, bin ich völlig überzeugt davon und bin total glücklich, dass Pflege jetzt endlich anders gedacht wird und auch als Profession eine Chance hat. Und das wünsche ich mir einfach, dass diese Willkommenskultur von, da ist jetzt mal was Neues und wir lassen uns darauf ein, in allen Bereichen stattfindet. Und genauso auch bei uns, also ich musste da auch, ich erinnere mich da an diesen Anatomie, in dem Video, dass die Anatomie zu kurz kommt, das ging mir genauso, mein Herz hat auch geblutet, aber mittlerweile verstehe ich, warum das eben nicht mehr so extrem wichtig ist. Darum geht es nämlich gar nicht so sehr, wenn ich mich um einen Menschen kümmere, dem es gerade nicht so gut geht. Und deswegen, das wünsche ich mir, glaube ich, ja, das wär gut für die Zukunft. Ja, schön. Frau Westphal, wir lassen mal den Herrn zum Schluss. Das müssen Sie vielleicht noch ergänzen. Ja, ich habe eigentlich gar nichts zu ergänzen. Austausch finde ich toll und ich finde es auch ganz großartig, weil ich das auch schon so erlebe, ne? Dass eben alle Beteiligten gerne teilen und es gar nicht mehr so ist, dass jeder so seins macht, sondern dass Leute sich in die Karten gucken lassen, dass sie sagen, ich habe hier mal was ausprobiert und das finde ich ganz großartig. Was ich jetzt ganz konkret als Baustelle auf meinem Schreibtisch habe, woran wir arbeiten müssen, das zeigt mir auch heute unser Austausch wieder, sind die Prüfungen. Also da müssen wir wirklich konkret werden, um auch das Ganze mit Gegenständen, Prüfungsgegenständen zu belegen und dann auch Auszubildenden und Lehrenden und Praxisanleitenden Sicherheit zu geben. Ich glaube, das ist ein großer nächster Schritt und wir sind ja auch schon dabei, aber das liegt jetzt oben auf. Das müssen wir machen. Okay. Herr Burber, Sie kennen das beim Radio, die letzte Frage, da heißt es oft mit der Bitte um eine kurze Antwort. Genau. Ich formuliere das mal als Wunsch und gehe nochmal auf das, was Andrea gesagt hat, gerade zurück. In dem Zusammenhang eben wünsche ich uns allen, uns Alten, mit den alten Ausbildungen, dass wir nochmal den Mut haben, auch zu überlegen, von welchen Dingen können wir uns auch verabschieden ein Stück weit. Ja, also was können wir loslassen von dem großen Package der Vollständigkeit und wo können wir auch sagen, gut, wenn das die Absolventinnen und Absolventen im Nachhinein lernen, dann sind das genauso gute und vielleicht sogar noch an einigen Punkten bessere Pflegende, Also diesen Mut, den wünsche ich uns einfach, ja. Okay.
Ja, ein ganz herzliches Dankeschön. Ich hatte noch ganz andere Fragen auf meinem Zettel, zu denen sind wir nicht gekommen. Aber ich finde es viel schöner, wenn sich Dinge aus den Gesprächen ergeben. Ich danke Ihnen allen ganz recht herzlich. Sie dürfen, wenn Sie mögen, Kamera und Mikro ausschalten. Großes Dankeschön auch an alle, die etwas im Chat geschrieben haben. Manchmal habe ich Stichworte versucht mitzunutzen, aber ich hatte Ihnen vorher gesagt, das gilt auch wirklich, das geht nicht verloren, sondern soll ganz klar noch weiter behandelt werden. Also danke für das, was Sie geschrieben haben. Alle anderen konnten es ja auch lesen, die mit zugehört haben. Ich versuche mal eine ganz kurze Zusammenfassung, was wir gehört haben. Das offen für das Neue zu sein und zu bleiben, das fand ich was ganz Wichtiges, und zwar von allen Beteiligten. Was mir gefallen hat, ist zu sagen, alle müssen im Austausch bleiben. Das ist keine neue Wahrheit, aber sie gilt immer wieder. Und auch hier ist es ganz wichtig, sich auszutauschen. Da gibt es viele Aha-Effekte, viele Möglichkeiten. Dadurch, es braucht Orientierung jetzt für die Prüfung. Das ist was ganz Konkretes, hat Frau Westphal auch gesagt. Das muss es noch geben. Was ich spannend finde, ist, dass die Auszubildenden, weil sie sozusagen die erste Generation sind, vielleicht noch mutiger sein sollten und sagen, das ist ein bisschen Abenteuer, aber wir können gestalten. Das ist etwas, was uns Menschen so sehr zufrieden macht, wenn wir etwas gestalten können und dann vielleicht weniger eine Bürde drin sehen als eine Chance und im guten Sinne eine Herausforderung. Und auch das finde ich wichtig, manches braucht auch Geduld. Dann würden wir gern schnell sein und können es nicht. Sie haben bestimmt für sich was mitgenommen. Das ist gut so, behalten Sie das auch wunderbar bei sich. Ich versuche einen kurzen Schluss zu machen. Wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Das war unser Thema und Titel heute. Und wissen Sie was? Ich bin ehrlich gesagt stolz darauf, dass wir die Corona-Situation fast gar nicht benannt haben, obwohl sie sicherlich in der Ausbildung an manch einer Stelle eine Rolle gespielt hat. Die Auszubildenden haben es gesagt, aber wir haben es jetzt eher in den Hintergrund gestellt. Das tut sicherlich auch mal gut. Was bleibt mir noch zu sagen? Zum Abschluss noch den ein oder anderen Hinweis. Und sorry, dass wir heute mal 7 Minuten, glaube ich, überziehen und nicht nur 5. Wenn Sie sagen, das hat mir gut gefallen, aber ich bin gestört worden, ich will es nochmal gucken, ich will es für Kollegen weitergeben, hatte ich es anfangs gesagt, es gibt eine Aufzeichnung. Und wenn Sie den Newsletter zu dieser Pflegereform beziehen, dann kriegen Sie den Link. Wenn Sie den noch nicht beziehen, sage ich Ihnen jetzt die Adresse. Die Adresse lautet Pflegereform, dann kommt das berühmte Ad-Zeichen, Agentur-Medienlabor. Ich wiederhole es gern nochmal. Pflegereform, das Ad-Zeichen, agentur-medienlabor.de. Dann bekommen Sie den Newsletter und dann wissen Sie nämlich auch, wann gibt es die nächste Veranstaltung. Denn, ja, da sind wir jetzt doch nochmal bei Corona, es war noch eine in diesem Jahr geplant, sogar als Fachtag und am liebsten in Präsenz. Das macht keiner mehr, das sollten wir im Moment wirklich nicht in Betracht ziehen. Deshalb ist dieser Fachtag verschoben worden aufs nächste Jahr. Und sobald das wieder möglich ist, wahrscheinlich im Frühjahr, wird der stattfinden. Wenn Sie die Newsletter abonnieren, kriegen Sie auch darüber natürlich Informationen. Ja, und jetzt ein großes Dankeschön an Sie. Wenn Sie das erste Mal dabei waren, toll. Das hätte ich gar nicht vermutet, dass es so viele Erstlingsbesucher noch gibt. Wenn Sie das dritte oder fünfte Mal dabei waren, auch klasse, weil dann hat es Ihnen so gut gefallen, dass Sie wieder dabei waren. An Sie alle gilt aber, ob Brandenburg, Berlin oder wo auch immer aus Deutschland Sie jetzt dazugeschaltet waren, ein ganz herzliches Dankeschön und bitte passen Sie gut auf sich auf. Bleiben Sie gesund. Das meine ich von ganzem Herzen so. Wir würden Sie gern wieder begrüßen, wenn es irgendwo eine Fortsetzung gibt. Und ja, Sie werden mit dem, was Sie können, gebraucht. Sie werden mit dem, was Sie anderen weitergeben wollen, gebraucht. Und es ist gut, dass Sie da sind. Bitte nehmen Sie sich selbst ernst und behandeln Sie sich gut und andere Menschen genauso. Es tut unserer Welt gut und uns selber auch. Alles Gute für Sie. Tschüss, einen guten Nachmittag noch und gerne bis zu einem Wiedersehen.